Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier in der Eder-Bergmann-Halle in Frankfurt begrüßen. Mein Name ist Thorsten Hunzinger, ich bin der Kreissprecher von Waldeck-Frankenberg. Die helfende Dame gerade, Dankeschön Renate, die Kreissprecherin Schwalm-Eder, Frau Renate Glaser. Wir sind heute Abend Ihre Gastgeber hier zu einem Bericht aus Berlin von unserem, von Ihrem Bundestagsabgeordneten Herrn Glaser. Ich darf auch ganz herzlich begrüßen den Fraktionsvorsitzenden unserer Kreistagsfraktion, Stefan Ginder. Und ich darf auch ganz genauso herzlich begrüßen den Fraktionsvorsitzenden aus Volkmarsen, Herrn Hako Leitepil. Hako Leitepil. Ja, 2013 war Herr Glaser schon einmal bei uns zu Gast. Damals in Korbach, kurz vor der Bundestagswahl. Damals haben wir es knapp verfehlt, nach Berlin zu kommen. Jetzt haben wir es geschafft, mit einem auch sehr guten Zweitstimmenergebnis, gerade hier in diesem Bereich von Frankenberg. Und das ist die besondere Situation, in der ich heute Abend hier vor Ihnen stehe. Zum einen bin ich Gast, zum anderen aber auch Gastgeber. Warum, hatte ich Ihnen eben gerade erläutert. 2013, Herr Glaser, haben Sie in Korbach schon einen brillanten Vortrag gehalten. Seitdem, wenn ich das sagen darf, sind Sie natürlich noch besser geworden. Wenn ich Ihre Reden in Berlin höre oder auch sehe, das ist immer eine wahre Freude, wie Sie auf den Punkt genau die verfehlte Politik der etablierten Parteien darstellen und auch die etablierten Parteien fortführen. Und das, meine Damen und Herren, das ist auch der Unterschied zwischen der AfD und den etablierten Parteien. Wir entwickeln uns weiter, wir werden besser, die anderen sind stehen geblieben. Und Stillstand bedeutet Rückschritt. Aber ein Rückschritt oder ein Stillstand kann sich unser Land nicht erlauben. Und deswegen arbeiten wir in Berlin, auch hier in dem Wahlkreis, für Sie und Ihre Interessen. Und wie wir dort in Berlin für Sie arbeiten, das wird Ihnen gleich Herr Glaser kurz präsentieren. Renate, wolltest du noch kurz was sagen? Ich habe nur eine redaktionelle Anmerkung. Es ist jedermann natürlich herzlich im Anschluss an die Veranstaltung eingeladen zur Diskussion. Nur während der Veranstaltung wären wir dankbar, wenn keine rohen Eier fliegen würden oder keine sonstigen Störungen stattfinden. Ich habe das Hausrecht und wenn es schwer stört, den begleite ich dann freundlich hinaus. Dann genug der Vorrede. Herr Glaser, wegen Ihnen sind wir hier. Darf ich Sie jetzt nach vorne bitten? Vielen Dank. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass doch einige von Ihnen den Weg zu uns gefunden haben, vor allem auch solche, die gar keine Mitglieder sind, sondern die Gäste sind, die neugierig sind, die sie vielleicht sogar skeptisch sind und sagen, wir wollen mal gucken, was das für welche sind. Schauen wir gerade welche an, die offensichtlich Migrationshintergrund haben. Ich begrüße Sie ausdrücklich und herzlich und freue mich, dass wir uns begegnen hier und ich hoffe, Sie werden den Tag angenehm in Erinnerung behalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, in der Tat ist es eine aufregende Zeit und zwar ist sie in doppelter Hinsicht aufregend. Es ist eine sehr ernste und problematische Zeit. Man muss fast sagen, eine Zeitenwende, was die Geschichte dieses Landes angeht, weil durch das Thema Migration, unkontrollierte Migration, wie man ja heute sagt, und sie sollte sich nicht wiederholen, wie man heute sagt, Vorgänge in Gang gesetzt werden, von denen ich Ihnen nachher etwas erzählen will, die in der Größenordnung fast keiner ahnt. Wenn Sie die Finanzlasten sich überlegen, um die es gehen wird, wenn Sie die demografische Veränderung des Landes anschauen werden, wenn Sie bedenken, was auch kulturell stattfindet, dann ist das epochal. Und es steht leider dazu wenig in den Zeitungen. Ich werde versuchen, ich habe heute leider keine Dias dabei, so technisch aufgestellt sind wir heute nicht. Sonst habe ich immer schöne Grafiken dabei. Ich will versuchen, Ihnen das bildhaft darzustellen, worum es geht und
was Sie alle betrifft, was Ihr Schicksal betrifft, was die Zukunft angeht. Und hoffe, dass Sie ja, gemeinschaftlich in aller Ruhe, in aller Sachlichkeit diese Dinge mit mir durchdenken, Ihr politisches Urteil bilden und daraus Ihre praktischen Schlüsse ziehen. Ich bin gerne hier im westlichen Wahlkreis, Wahlkreis 170. Der ist etwas weiter weg von mir. Ich wohne ja ganz im Osten, schon fast im Baunatal, aber eben doch im Schwalm-Eder-Kreis. Und habe mit großer Freude hier Wahlkampf gemacht. Ich bin durch die Wohngebiete gelaufen, habe Zettel verteilt, mit unglaublich vielen Menschen im Garten gesprochen, die damals am Tor standen. Und häufig habe ich gefragt, darf ich Ihnen eine Information geben? Und dann war ganz neugierig. Ich glaube, in 99 von 100 Fällen freundliche Gesichter, Zuwendung von Leuten, die gesagt haben, wir haben bis gestern immer SPD gewählt, aber jetzt ist Schluss. Also ich habe nie eine unfreundliche Begegnung gehabt, das hat uns sehr überrascht und wir haben ein Ergebnis von 13% gefahren, meine Damen und Herren, ich bin zum ersten Mal hier angetreten von 0 auf 13, das kann nicht so übel sein und es gibt auch Gemeinden im Wahlkreis, die haben 19,5%, die Kreisstadt Homberg etwa 15%, also das ist schon eine Menge Holz und die CDU ist um 9% gefallen, die SPD ist um 5% gefallen. Wir hatten mal vor wenigen Tagen einen höheren Popularitätswert als die SPD, meine Damen und Herren, als AfD. Das ist eigentlich sensationell und das hat zu tun mit der Weisheit der Bürger dieses Landes, die ahnen, vielleicht nicht wissen, aber ahnen, welches Schicksal im Moment gerade gemalt und gezeichnet wird. Ich will versuchen, dazu Ihnen etwas zu sagen. Ich picke nur wenige Punkte heraus, sonst würde es zu lang werden. Aber ich hoffe, es gelingt mir, dass wir alle mit Aufmerksamkeit beieinander sind und auch hinterher noch ein lebendiges Gespräch führen können. Ich darf eine kleine Geschichte vorweg sagen, die ein bisschen charakterisiert, erstens, warum wir so erfolgreich sind und zweitens, dass die Leute gar nicht dumm sind, und zwar die Breite der Wählerschaft. Ich steige in Berlin in ein Taxi, dann spricht mich der Taxifahrer an und kannte mich offenbar schon vom Gesicht und sagt, Sie sind doch der Vizepräsident der Herzen, sagt der Taxifahrer. Muss er nicht sagen, sagt er einfach so spontan, so aufmerksam, hat er die Ereignisse verfolgt. Und dann waren wir ganz schnell bei der Politik und dann erzählte er mir folgende Geschichte. Er sagt, wir Taxifahrer in Berlin, wir haben alle geguckt, als am 24. Oktober der Bundestag eröffnet wurde und dann haben wir alle geguckt, wer sind da die Neuen, die da kommen. Und wissen Sie, wir haben gedacht, das sind so welche mit Tätowierungen und mit so Käppis, die so ein bisschen komisch aussehen. Und wir waren ganz erstaunt, die sahen völlig anders aus. Und der Mann hatte genau begriffen, dass die Informationsversorgung in diesem Lande für die Breite der Menschen zu solchen Fehlbildern, zu solchen falschen Vorstellungen führt. Schöner wie mit dieser Geschichte kann man das kaum erklären, wie das mediale System seine Rolle, Informationsmanagement zu betreiben, um Sie möglichst alle gut zu informieren, wie sie die nicht erfüllt, wie sie versagt, wie sie tatsächlich durch Hetze und Diskriminierung Bilder über uns gestellt hat, die mit uns als Menschen nichts zu tun haben. Der Mann hatte seine Lektion verstanden und gesagt, also machen Sie sich keine Sorgen, wir Taxifahrer in Berlin, wir wissen schon, was wir wählen. Und das kann ich Ihnen erzählen mit jedem so einen Polizisten, mit dem ich rede. Und was ich fast nicht sagen darf, mit der Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung, kann ich Ihnen auch sagen. Wir hätten gerne Neuwahl haben wollen. Wir hätten sie haben wollen. Das hätte uns, wäre uns schwer gefallen. Von der finanziellen Seite her, können Sie sich vorstellen. Wir sind immer noch eine Existenzgründerveranstaltung, haben noch keine 30.000 Mitglieder. SPD hat über 400.000 und erzielen Stimmergebnisse in dieser Größenordnung. Das heißt, unsere Botschaften sind richtig. Und hinter den Botschaften steckt 5 Jahre Programmarbeit mit über 3.000 Menschen, die Woche für Woche, Monat für Monat gefahren wird und auch jetzt weiterläuft. Und da haben wir alle unsere Fachleute, von Wirtschaftsprofessoren bis Medizinern, bis vielen Anwälten, bis vielen Polizisten. Wir haben viele Hauptkommissare, die bei uns Mitglied sind. Wir konnten letzte Woche den liebenswerten Martin Hess aus dem Schwabenland mit breitem Schwäbisch hören, der weiß, wie das Spiel gespielt wird auf der Straße, weil er das kennt als Hauptkommissar. Oder einen von der Bundespolizei, er weiß, wie man Grenzen schützt, weil er das von der Bundespolizei kennt, meine Damen und Herren. Und wir haben eine Fraktion von Menschen, wo jeder einen Beruf hat. Und das hat er nicht nur gelernt,
das hat er ausgeübt. Nicht Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal oder Aktentaschenträger für den Abgeordneten und später selber Abgeordneter. Nein, nein. Wir kommen alle aus irgendwelchen Berufen vom wirklichen Leben. Und deshalb, liebe Freunde, das muss ich so sagen, wir sind die einzige Partei in Deutschland, die ein Verhältnis zur Wirklichkeit hat. In der Innenpolitik, in der Außenpolitik, in der Kulturpolitik. Wir leben in zwei völlig unterschiedlichen Welten. Wir als 92 Abgeordnete, ungefähr 20% mehr als wir gerechnet haben, und die anderen. Und die anderen sind ganz perplex, weil sie denken, das stimmt alles gar nicht. Entweder stimmt das, was wir so uns vorgestellt haben, nicht, und die sind die Verrückten, oder aber die haben vielleicht doch ein bisschen recht, und wir haben nicht hinreichend nachgedacht. Ich komme nachher drauf, weil ich erzählen will, wie ich nachher mit einer der großen Fraktionen eine Diskussion hatte über den Islam. Das will ich Ihnen nicht vorenthalten, wie das gelaufen ist, weil sich bestätigt, dass tatsächlich die breite Mehrheit der Vertreter dieser großen Parteien bequem im Sessel sitzt und sich nicht die Mühe macht, Tag und Nacht zu lesen, zu lernen, zu diskutieren und diese Welt zu verstehen, so wie sie ist. Das sind alles Gewohnheitsmenschen. Und wenn Frau Merkel sagt, Sie gestatten mir gleich mal am Anfang schon einen derben Scherz, wir nähen uns die Nasenlöcher zu, weil da kommt ja CO2 raus. Also gefährden wir eigentlich durch das Ausatmen das Klima, dann gestatten Sie mir die Zusatzbemerkung, die würden das machen. Die würden hinterher von sich die Nasenlöcher zugehen lassen. Das heißt, da gibt es überhaupt kein Leben in diesen Gruppen. Das sind ganz wenige, die immer nur reden, das sind immer dieselben. Und die anderen sind geborene Hinterbänkler. Die sind als Hinterbänkler auf die Welt gekommen und die werden als Hinterbänkler in Pension gehen, meine Damen und Herren. So stellen wir uns Politik nicht vor. Und in unserer Satzung steht drin, jeder darf bei uns nur maximal 3 Perioden im Bundestag sein. Und dann muss er wieder etwas Gescheites machen. Also revolutionär, aufregend, aber wie wir glauben, für das Wohl dieses Landes ein ganz hoher Wert, dass es uns gibt. Und ich sage Ihnen, was wir in diesen jüngsten Tagen an Einbrüchen haben bei den berühmten Intellektuellen. Das darf ich namentlich gar nicht sagen. Ich könnte Ihnen Namen nennen, die Sie kennen, wegen der breiten Publizität, die diese Menschen haben, die sich besorgt an uns wenden und sagen, Gottes Willen, was ein Glück, dass es euch gibt. Die anderen in diesem Lande haben es nicht verstanden. Das will ich Ihnen sagen, weil es ermutigend ist, auch für uns tagtäglich. Und nach wie vor als kleine Gruppe müssen wir etwas fleißiger sein als die anderen. Sie wissen, mit dicken Backen ist gut pusten. Wenn man kleine Backen hat, muss man etwas energischer atmen, um zur gleichen Luftmenge zu kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage Ihnen noch ein zweites in der Begegnung mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen. Es ist das Niveau schlechter, als wir es alle geglaubt haben. Die Reden sind gewöhnlich, es sind Abziehbilder und im Grunde kann man jetzt nach einem knappen halben Jahr schon fast sagen, wenn ich den A oder die Frau B sehe und sie geht zum Mikrofon, weiß ich schon, was sie sagt. Ich könnte deren Rede auch halten. Überhaupt kein Problem, da kommt keine Überraschung. Die sagen das, was sie schon immer gesagt haben. Und es ist erstaunlich, mit welcher Zähigkeit sie sich weigern, ganz fundamentale Zusammenhänge zu untersuchen. Ich komme vielleicht nachher noch, wenn die Zeit reicht, zu dem Thema CO2 und Klimakatastrophe, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen so viel andeuten, da haben wir Riesentruppen von Physikern und Ingenieuren stehen auf Bundesfachausschussebene. Ich sage Ihnen einfach mal, Sie werden daran denken, wenn die Zeit weitergeht. Es gibt keine Klimakatastrophe und schon gar gibt es keinen Zusammenhang zwischen der humanen CO2-Emission und dem Temperaturanstieg weltweit. Das aber nur mal so als Appetithäppchen, da arbeiten wir wirklich wie die Bienen, um diese Dinge zu durchdringen. Und wir kommen zu klaren Erkenntnissen, wir stellen uns jetzt nicht hin und sagen, wir können das erklären, was da ist. Das wissen wir nicht. Und kluge Leute, die Fachleute sind, hochkarätige Fachleute, sagen, wir können es auch nicht erklären. Bloß das, was diese Truppe bei der UNO da macht, dieser Weltklimarat, der kann es auch nicht, bloß weiß er nicht, dass er es nicht kann. Das unterscheidet uns von denen, dass wir diese Selbstkritik, diese Offenheit, diese Vitalität haben und das führt, wie schon gesagt, zu völlig anderen Ergebnissen. Ich sage Ihnen ein zweites, Sie sind Bürger, Sie erwarten eine funktionierende Demokratie.
Und wenn ich Ihnen sage, dass wir ja Ausschüsse im Bundestag haben, und die sollen ja dann vertieft nach den Schaufensterreden, von denen Sie ja viele hören, und Schaufensteranträge, die gestellt werden, die verschwinden ja dann alle in den Ausschüssen, und dort werden die angeblich aufgepeppt zu ganz gescheiten Schlussfolgerungen und Entscheidungen. Da kann ich Ihnen sagen, das verdaue ich immer noch nicht. Wir haben eine dritte oder vierte Finanzausschusssitzung gehabt. Ich bin im Finanzausschuss, bin sogar stellvertretender Vorsitzender, sogar gewählt und bei der Mehrheit dort. Da wird nichts anderes diskutiert, wie das, was vorher im Parlament auch schon gesagt worden ist. Da findet überhaupt kein intellektueller Austausch statt, sondern wird reihum abgefragt, die einzelnen Gruppen nach ihren Meinungen, da sagen die genau das Gleiche, was sie vorher auch schon gesagt haben, die Ausschüsse können sie abschaffen. Die braucht kein Mensch. Das haben wir uns aber so nicht vorgestellt. Wir haben gedacht, da geht es zur Sache. Da werden Argumente getauscht, da wird gerungen um das Wohl dieses Landes. Schäuble hat den Bundestag eröffnet, wenn Sie es gesehen haben, und hat gesagt, die Demo, das Parlament ist das Herz der parlamentarischen Demokratie. Sein Wort in Gottes Ohr. Ich würde sagen, wir haben, glaube ich, ein kardiologisches Problem. Und zwar ein gewaltiges, nicht nur Herz-Kranz-Gefäße, denn da wird nicht gerungen um das Schicksal der Menschen. Sondern gibt es eine Trennungslinie, das sind die Parlamentäre, die hinter der Regierung stehen. Die stehen immer hinter der Regierung. Die Regierung kann machen, was sie will. Die sind nicht Parlamentäre, sondern die sind Schleppenträger der Regierung. Also die können Sie schon mal als Teilnehmer des Organs Parlaments, die Regierung kontrollieren sollen, vergessen. Also gibt es dann nur noch die Opposition. Und wir haben natürlich keine Chancengleichheit. Wenn wir über Steuergesetze reden, dann haben die anderen haben Tausende von Mitarbeitern. Und wir haben ja vielleicht zwei und den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, der uns in der Tat objektiv auch zur Seite steht. Aber völlig Ungleichgewichtigkeit von der Ausstellung. Aber trotzdem kann ich Ihnen mitteilen, wir kriegen auch Beratung von Dritten, von Vierten, von Wissenschaftlern. Wir sehen gut aus, wir halten das aus. Und ich glaube, nächste oder übernächste Woche werden wir zur heimlichen Steuererhöhung reden, Antrag von mir und meiner Arbeitsgruppe. Da werden wir denen erklären, warum sie in den nächsten Jahren steuerlich rasiert werden, was sie sich gar nicht vorstellen. Und das bei einer Verkündung im Parlament, wir werden die Steuern nicht erhöhen. Können Sie im Koalitionsvertrag lesen. Kommen wir nachher hoffentlich noch drauf. Also, meine Damen und Herren, das darf ich so zum Einstieg sagen, damit Sie so ein bisschen von dem Geruch der Berliner Luft haben, nicht in Dosen, sondern eben tatsächlich live. Es ist eine aufregende Zeit, aber es muss sein. Und das Land kommt in schweres Wasser. Jetzt wird die Nachricht etwas problematischer. Ich sage zunächst etwas über Europa, dann sage ich etwas über Migration und dann sage ich etwas über den Islam. Und wenn wir da noch Zeit haben, können wir gerne über CO2 und Klimakatastrophe reden. Die habilitierten Physiker verstehen davon vielleicht was, obwohl es, glaube ich, eine sehr spezielle Kiste ist mit den langwelligen und kurzwelligen Energien und deren Reflexion und die Reaktion von Atomen und Molekülen darauf. Komplizierte Kiste. Zu Europa. Meine Damen und Herren, wir bleiben mal bei Europa, weil wegen Europa sind wir gegründet worden. Wir sind gegründet worden 2013, weil Europa, wie Sie wissen, ökonomisch in der Weltfinanzkrise verschuldet war. Und in Wahrheit war sie eine Schuldenkrise, und zwar vor allem eine der europäischen Staaten. In den Verträgen, in den beiden EUV, AEUV, die Europa zugrunde liegen, zuletzt die sogenannten Lissabonner Verträge, meine Damen und Herren, steht drin, wir machen diese berühmte Währungsunion, ein Wahnsinnsprojekt, welthistorisch ohne Vorbild. Und wir machen aber wenigstens so ein paar Vorschriften, an die sich alle halten müssen, damit es nicht gleich in die Luft fliegt. In die Luft fliegt es, darüber besteht gar kein Zweifel, es ist nur die Frage, wann. Aber so kann das nicht funktionieren, wie ich Ihnen gleich in wenigen Sätzen nochmal erklären will. Und dann haben die Regeln gemacht. Und dann haben die gesagt, also die Schulden in jedem Staat dürfen 60% des Bruttoinlandsproduktes dieses Staates, also der volkswirtschaftlichen Leistungen pro Jahr, nicht überschreiten. Einfache Regel, klare Regel. Und es wurde sogar gesagt, es gäbe Sanktionen, wenn ein Staat, ein Mitgliedstaat sich daran nicht hält. Zweite Regel, ihr dürft ein jährliches Defizit von 3% nicht überschreiten. Also die Geldflüsse hin und her, also die Einnahmen und die Ausgaben eines Staatshaushaltes, dürfen nicht mehr als 3% die Ausgaben, die Einnahmen übersteigen, weil dann sich natürlich Schulden aufbauen über die Jahre hinweg und dann wird ein solcher Staat finanzwirtschaftlich zusammenbrechen. Das, liebe Freunde, ist in Griechenland geschehen und es war fast vorhersehbar. Griechenland hat sich den Eintritt in die EU, wie Sie wissen, erschlichen durch Fälschung seiner Bücher.
hat mit Goldman Sachs seine Strategie gemacht, hat Goldman Sachs gesagt, du kriegst in Zukunft die Steuern von uns, du kriegst die Pacht von Piräus, du kriegst das und das und das. Und dafür gibst du uns jetzt einen Einmalbetrag in Geld und den nehmen wir und dann senken wir optisch bei uns die Schulden und sagen wir in Europa, schaut her, wir haben auch nur 60%, wir können da rein. In den nächsten Jahren, davon war nicht die Rede und jeder Fachmann wusste es, EZB-Leute, die ich kenne, wichtige Leute der EZB, haben ja damals gesagt, wussten wir alles. Die Politik hat es gemacht. Die Politik hat es gegen allen Verstand und Vernunft gemacht, meine Damen und Herren. Das ist nicht gut für die Griechen, das ist nicht gut für Europa und das ist natürlich auch nicht gut für Deutschland. Warum? Das ist nicht gut, meine Damen und Herren, weil eine Währung spiegelt volkswirtschaftliche Leistungsdaten. Und eine Hochleistungswirtschaft wie die deutsche prägt den Wert einer Währung, wie es früher die D-Mark war, und prägt heute noch ganz maßgeblich die Euro-Währung. Ein Land wie Griechenland, meine Damen und Herren, hat weniger als die Hälfte der Wirtschaftsleistung pro Kopf und Einwohner wie Deutschland. 38.000 zu 16, also deutlich weniger als die Hälfte. 16.000 Euro pro Jahr und Kopf Griechen. Und wenn die Griechen gezwungen sind, in ihrer Volkswirtschaft mit einer so starken Währung, die von den hohen Produktivitätskennziffern der Hochleistungsökonomie in Europa definiert ist, zu arbeiten, dann kriegen die Griechen damit nichts gebacken, weil sie die Produktivität selbst nicht haben. Wenn also dort die Preise steigen für den Fremdenverkehr, fahren die Leute in die Türkei. Die fahren eben nicht mehr nach Griechenland. Und die Oliven können sie auch nicht mehr verkaufen, weil es Leute gibt, die Oliven besser herstellen können und Trauben und Rosinen und Weine und was sie wollen. Und wir wollen gar nicht reden von technischen Produkten, weil dazu braucht man noch Know-how oder braucht man Infrastruktur. So drehen sie mal gegen den deutschen Mittelstand an, als Grieche, der mit einer kleinen Bude in der Werkstatt arbeitet. Das funktioniert nicht, die Skaleneffekte funktionieren nicht. Meine Damen und Herren, das weiß man alles, was ich Ihnen sage. Das ist volkswirtschaftliche Grundkenntnis. Und trotzdem ist das gemacht. Ich erinnere noch einmal daran, weil ich das dieser Tage ja im Bundestag gesehen habe, Sie werden es vielleicht gesehen haben, aber ich muss es doch mal sagen, es war eine rein politische Attacke. Eine rein politische. Der Mitterrand hat dem Kohl gesagt, ich werde verhindern, dass die Wiederwahl stattfindet. Oder ihr gebt die D-Mark auf. Und dieses Ding ist dann ausgetragen worden auf Landsitz von Herrn Mitterrand irgendwo in Südfrankreich. Und irgendwann war es gemacht und der Kohl hat da versucht, dem Mitterrand entgegenzukommen, unter uns. Der damalige Präsident Bush und Gorbatschow waren eigentlich die Träger des Prozesses. Der Mitterrand hätte sich gar nicht gegen den Gang der Geschichte stellen können. Es war eigentlich eine leere Drohung. Die Thatcher hat auch den Fuß aufgestampft, ihre Handtasche aufgeschmissen, aber die hätte es auch nicht gehalten. Der Art und der Weltgeschichte damals war es so, dass es gelaufen wäre. Auf alle Fälle ist es so gelaufen, meine Damen und Herren. Aus einem Ehrgeiz, aus Nationalitätsherrschsucht der Franzosen, nach dem Motto, wir wollen nicht immer den Fonds abwerten gegen die D-Mark. Das ist gegen unsere Ehre. Wir sind doch die Grande Nation, wir sind doch die bedeutendsten Europäer. Und das ist gegen unsere Ehre. So ist das gelaufen, meine Damen und Herren. Und wenn man ökonomische Entscheidungen trifft, aus politischen Gründen, dann kann das nicht gut gehen. So wie 2 und 2, 4 ist, können Sie nicht sagen, naja, im Prinzip schon, so rein konservativ und so. Aber politisch gesehen ist 2 und 2 vielleicht 5. Kann man machen. Meine Damen und Herren, wer das aber dauerhaft macht, der wird keine Brücken haben erhalten, der wird keine Hallen haben erhalten, der wird eben alles, was das wirkliche Leben ausmacht, wird er vertändeln. Und genauso ist das mit dem Euro geschehen. Und um das vielleicht noch mal kurz zu beleuchten, stellen sich die Italiener vor. Die Italiener haben eine Schuld in der Zwischenzeit angehäuft, die ist größer in absoluten Zahlen wie die deutschen. Deutsche Schulden sind knapp über 2 Billionen. Eine Billion ist eine Zahl mit 12 Nullen. Wir gehen ja nicht täglich damit um. Es ist keine Schande, das nicht sofort zu wissen. Aber ich sage es nur mal, malen Sie sich mal auf. Und eine Billion hat 1000 Milliarden. Also ist schon ein bisschen mehr, wie das, mit dem wir täglich umgehen. 2 Billionen haben wir ein bisschen mehr und die Italiener haben 2,4 Billionen Schulden. Sage ich was ganz Aufregendes. Die Italiener haben ein Bruttoinlandprodukt, das fast genau halb so groß ist, ein bisschen kleiner nur als unseres, 1,5 Billionen. So, der Herr Draghi ist ein großer Patriot. Ich habe gesagt, meine italienischen Freunde haben große Not.
Wenn die verzinsen müssten, die Schulden, wäre Italien schon pleite. Also hat er gedacht, ich mache die Nullzinspolitik in der EZB, dann kann ich meinen Haushalt helfen. Ist natürlich ein bisschen verkürzt, was ich Ihnen sage, aber mit der Tendenz ist das natürlich zutreffend. Und 2,4 Billionen, jetzt müssen Sie sich folgendes vor Augen führen, was leider nicht in der Zeitung steht, es müsste dort, wenn darüber berichtet wird, auch stehen, auf der ersten Seite. Die Italiener haben seit 20 Jahren kein Wirtschaftswachstum. Können Sie sich das vorstellen? Haben Sie schon mal gelesen? Muss eigentlich jeder wissen, müsste man Gemeinschaftskonto unterrichten, müsste man das erläutern. Wenn die EU dran kommt, werden sie sicher nicht hören. Das heißt, Europa ist ein Friedensprojekt. Europa ist ein Mythos. Und wer sich dagegen auflehnt, der ist ein Friedensfeind und hat sonst auch noch schlechte Absichten. Meine Damen und Herren, Europa ist ein ganz nüchterner Zusammenschluss von Staaten, bei denen alle anderen ihre Interessen vertreten, außer Deutschland. Wir machen den Grüß-Gott-Onkel. Wir haben in der EZB eine Stimme, so viel wie Malta. Wir haben 27% der Einlagen. Sie wollen sich bitte alle vorstellen, Sie gründen mit einem Kumpel ein Unternehmen, dann sagt der Kumpel, du hast so viel Geld, du zahlst 99, ich zahle 1 und wir machen die GmbH, aber Stimmrechte haben wir gleich. Sie können sich das gut vorstellen, dass das machen, ne? Das machen wir in Europa, als Vereinbarung zwischen den Staaten. Und da es jetzt sogar noch mehr Gouverneure hat als Sitzplätze, muss der Herr Bundesbankpräsident der Deutschen Bundesbank manchmal sogar raus. Da entscheidet nur Malta und Griechenland und Portugal, die entscheiden über die Währungspolitik. Und der zahlt und haftet, der ist noch nicht mal warm. So, das ist eine irre Konstruktion und das ist alles Europa in Realität, was ich Ihnen erzähle. Und wenn Sie sich klar machen, also die Italiener, um auf die gleich nochmal zu kommen, mit 2,4 Billionen Schulden und 1,5 Millionen jährlich Wirtschaftsleistung, wenn Sie das zusammenbringen und einen Quotienten ausdrücken, dann haben Sie 132% Verschuldung bei 60, die erlaubt sind. Und Frankreich hat uns eben überholt. Frankreich hat 2,2 Billionen Schulden, meine Damen und Herren. Französische Wirtschaftsleistung ist ungefähr so 2/3 von unserer. Das sind bei denen ungefähr 100%. Alles illegal, jedes Jahr illegal, null Sanktionen und ein Ende ist nicht absehbar. Und jetzt, wenn Cinque Stelle gerade die Wahl gewonnen haben, sind ja so ein bisschen verrückt, soweit man das auf der Entfernung sieht, meine Damen und Herren, dann können Sie davon ausgehen, dass die Italiener sich wirklich überlegen müssen, man hört so wenig, ob sie nicht aus dem Euro ausgehen. Denn sie und die Griechen und auch die Franzosen hätten den großen Vorteil, sie können wie früher mit ihrer Lira abwerten. Und wenn sie eine Währung hätten, die ihrer Wirtschaftsleistung entspricht, würde es die Chance geben, dass die italienische Wirtschaft floriert. Das gilt auch für Griechenland. Dass das klar ist, das ist kein Geschenk, denen den Euro zu bringen. Das ist eine Verführung und führt zu Ergebnissen, die katastrophal sind. Und ich teile Ihnen mit, es wird so laufen, dass es irgendwann auseinanderfliegt. Wenn Italien in den nächsten Monaten, weil die Bundesbank ja nicht dauerhaft, die Europäische Zentralbank nicht dauerhaft die Zinsen fast bei Null lassen kann, und die Zinsen steigen, und Italien muss diese 2,4 Billionen anfangen zu verzinsen, zuerst 1, 2, 3, jetzt können Sie rechnen, rechnet das aus. Wo sollen die Italiener die Finanzkraft hernehmen, diese Zinsen aufzubringen? Dann fliegt Italien um und Italien ist nicht rettbar. Griechenland hat ein Bruttoinlandsprodukt von 93 Milliarden. Das ist nicht viel. Das ist EU-weit hat es ein Bruttoinlandsprodukt von 12,5 Billionen. Daran ist Griechenland der Nasenwasser. Aber wenn Italien die drittgrößte Volkswirtschaft umfällt, dann ist Schluss mit lustig. Da hält kein ESM, da hält kein Gurt aus Edelstahl, sondern da ist einfach nur der wirtschaftliche Ruin des Landes, der Zusammenbruch, der Staatskonkurs. Naja, und dann wird wahrscheinlich der Euro auseinanderfliegen. Die Engländer wollten nie rein, wären auch nie reingegangen. Die Dänen hatten eine Volksabstimmung, die gesagt hat, ihr Dänen, ihr dänische Regierung, ihr dürft nicht. Und das respektiert die EU. Das gleiche gilt für Schweden. Die haben das alle verstanden, meine Damen und Herren. Die haben das alle verstanden. Nur wir Deutschen tänzen da rum und tun noch so traumtänzermäßig, als wäre das eine gute Lösung. Also, meine Damen und Herren, das sage ich Ihnen, aber gerne auch nochmal in der Lebensrealität, weil das sind nicht nur Zahlenspiele. Da hängt das Versagen von Staaten,
In Griechenland hat es eine Jugendarbeitslosigkeit von über 40%. Das sind Menschen, die jetzt schon 10, 15 Jahre als junge Generation nicht mit dem Fuß auf die Erde kommen. Bei ihren Eltern wohnen und sonst was. Das sind kaputte Lebensläufe, meine Damen und Herren. Das ist Lebensrealität. Die Italiener haben über 30, fast 40% Jugendarbeitslosigkeit. Die Franzosen immer noch über 20. Und das lesen Sie aber erstaunlicherweise nicht, wenn Sie mir sagen, dass das hier schon mal einigermaßen für jedermann lesbar und verstehbar dargestellt sei, in den üblichen Zeitungen, die Sie lesen, dann würde mich das ja wundern, ich glaube es eigentlich fast gar nicht, denn die Quellen, die man ziehen muss, um sich das alles zu erarbeiten, sind ganz andere, weil wir es leider nicht finden, da wo es hingehört, in die Tagesinformation, damit die Menschen sich verurteilen. Also meine Damen und Herren, so viel zu dem Thema Europa und zur ganz klaren Aussage, eine furchtbare Angelegenheit, denn stellen Sie sich vor, das passiert. Dann muss man sich klar machen, dass das Verwerfungen gibt, die uns alle betreffen. Die Griechen, die Italiener, um das gleich zu sagen, sind dabei noch relativ wohlhabend. Die sind ja viel wohlhabender wie die Deutschen. Falls Sie das noch nicht wussten, muss ich das noch mal deutlich sagen. Die durchschnittliche italienische Privatfamilie hat 187.000 Euro Netto-Reinvermögen. Statistik der EZB. Griechenland hat Netto-Reinvermögen von knapp über 100, praktisch im E-Durchschnitt. Und wir sind hinter der Slowakei auf dem letzten Platz in Europa mit 50.000 Euro, Deutschland. Sie denken alle, wir sind nur ein wohlhabendes Land, meine Damen und Herren. Ein Punkt ist, dass in Griechenland und Italien keine Steuern zahlen. Wenn ich Ihnen erzähle, was wir wissen, also ich weiß das seit Jahren, aber viele Leute wissen das sehr genau, wie in Italien das Steuersystem funktioniert, in Griechenland, dann können Sie davon ausgehen, das ist mit unseren Verhältnissen überhaupt nicht zu vergleichen. Null zu vergleichen. Also diese perfekte Erhebung, die wir hier haben bei uns, das muss man ja schon sagen, das ist relativ perfektionistisch. Ich gehörte selber mal in einer frühen Lebensphase dieser Verwaltung an. Deshalb kann ich das gut von Ihnen beurteilen. Das gibt es wahrscheinlich weltweit nicht. Aber in Europa ist es eine Katastrophe. Es gibt ja Deutsche, die ziehen nach Italien, sehr wohlhabend, ne? Weil sie sagen, da kann ich mit dem Finanzamt aushandeln, wie die Zahlen. Und wir sind uns da ganz schnell einig, wir machen da so einen Deal. Und das ist auf niedrigem Niveau und dann funktioniert es. Ich habe selbst persönliche Freunde, die es mal gemacht haben. Und in Griechenland ist es ähnlich. Also das heißt, sie haben dort eine Unterfinanzierung mit Menschen und Gemeinschaften und Staaten, die so funktionieren, können sie nicht eine Wahnidee haben, wir bauen einen gemeinschaftlichen Staat, meine Damen und Herren. Das ist einfach völliger Kompromiss. Da muss jeder in seiner Kultur leben. Die sollen das tun. Das ist ihr Bier. Aber bitte auf Ihre Rechnung, auf Ihre Verantwortung, dann ist alles gut. Aber zu sagen, wir leben unseren Stiefel und not Europa, das gilt ja dann auch für die fleißigen Holländer, die tüchtige Leute sind, das gilt für die Österreicher, das gilt für die Finnen, die alle so ticken, so ähnlich wie wir ticken. Die sollen die Rechnung bezahlen, meine Damen und Herren. So geht das Spiel nicht. Und wenn Sie das diesen Humanitaristen hier in diesem Parlament sagen, die vertändeln die Hälfte der Redezeit mit humanistischen Reden. Und wir danken unseren Soziaten, Soldaten im Südsudan und in Darfur und in Afghanistan. Jeder vertändelt die Hälfte der Redezeit mit diesen Reden, hinter denen ja nichts steht. Die rüsten die Soldaten ja nicht mal richtig aus. Also es ist abenteuerlich, was sie machen. Und die Polizisten, bei denen sich auch immer bedanken, rüsten sie auch nicht aus. Es gibt zu wenige davon. Andere Geschichte, innere Sicherheit, Kriminalität, ein Thema ohne Ende mit abenteuerlichen Konsequenzen, die wir alle statistisch wissen. Wir wissen, dass die Ausländerpopulation 3,5 Mal so häufig schwaffelig wird wie die Inländerpopulation. Das wissen wir genau. Das ist alles statistisch erfasst beim Bundeskriminalamt, meine Damen und Herren. Wir können das sogar zuordnen und nachher nehmen. Wir wissen, dass von allen Algeriern, also Menschen mit algerischer Staatsangehörigkeit in Deutschland aufhalten, im vergangenen Jahr, 53% straffällig geworden sind. Das ist mehr als jeder Zweite. Und wir wissen, dass die deutsche Stammbevölkerung 1,91% straffällig wird. Also von 100 knapp 2. Das wissen wir. Und wir wissen, wir können die Last in die Litanei von oben nach unten machen, von Algerien, die ganz oben sind, kommen übrigens relativ früh, kommen noch die Georgier, aber dann kommen eben viele der arabischen Länder, können wir alle zuhören. Die machen also 28% und sowieso die Syrer sind mit 16%, also bezogen auf 2, ist achtfacher an Kriminalität. Und das typischerweise noch in Delikten wie Sexualdelikte, Körperverletzungsdelikte, Tötungsdelikte, schweren Raub, schweren Diebstahl. Wissen wir alles,
Gehen Sie in die Statistik beim Bundeskriminalamt, das ist unter so ein Bündel. Und dazu gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, allerdings nicht die von diesem früheren SPD-Landesminister in Niedersachsen, der jetzt Chef des Landeskriminalamts ist. Der hat vorher schon gesagt, es gibt kein Ausländerkriminalitätsproblem und jetzt schreibt er sich als Präsident dieses Instituts Sakuta selber. Können Sie vergessen, meine Damen und Herren, ist nicht seriös, das, was ich Ihnen sage, ist seriös, können Sie alles nachvollziehen, ist so. Also, meine Damen und Herren, das ist Europa und das bedeutet, dass das Europa ein Katastrophenschiff ist, dass wir Titanic machen, dass die sagen, und jetzt haben wir wieder so ein bisschen Wirtschaftswachstum. Was glauben Sie, was Deutschland für Wirtschaftswachstum hatte in dieser EU, in den letzten 10 Jahren? Im Jahresdurchschnitt 1,3%. Das ist ein Boom. Ein Dollar-Boom, ne? Also stellen Sie sich mal vor, es wäre wirklich wachsen. Der Rest der Welt außerhalb der EU wächst seit 10 Jahren immer zwischen 3 und 4%. Also da ist Brasilien dabei, da ist die südliche Sahelzone dabei, ist natürlich auch China dabei. Der Rest der Welt wächst fast mit dreifacher Geschwindigkeit, weshalb derzeit die Leistung Europas am Weltinlandprodukt, also an der Produktivität einer gesamten Weltwirtschaft, von 25% von vor 10 Jahren auf 17% geschrumpft ist und der Schrumpfungsprozess geht weiter. Und in Lissabon ging das Schild vom Haus, wir sind die technologiebasierteste, dynamischste Wirtschaftsraum der Welt. Das war der Anspruch, meine Damen und Herren. Und Sie haben ein bisschen von der Anatomie gesehen, warum es nicht klappen kann, meine Damen und Herren. Und wenn wir rausgehen aus dem Euro, was wir als AfD verlangen, wenn wir rausgehen, würde natürlich die D-Mark steigen, die würden wir natürlich wieder einführen. Das würde natürlich im Moment auch ein bisschen mit Wirtschaft zu tun haben und würde unseren Export etwas kritischer machen, keine Frage. Aber wir waren auch 99, als wir noch keine gemeinsame Währung hatten, Weltexportmeister mit der starken D-Mark und wir würden es auch später wieder sein. Soviel zu Europa, meine Damen und Herren. Und noch einmal, wir sind die einzige Partei in diesem Land, die das ganz realistisch analysiert, und zwar Step by Step, ganz präzise, mit viel wirtschaftlichem Sachverstand, und die Ergebnisse, die ich mitteile, sind, wie sie sind, da beißt keine Maus einen Faden ab. Und die Leute, die das nicht wahrhaben wollen, leiden am Wirklichkeitsverlust, pathologischer Realitätsverlust. Also, wenn ich Arzt wäre, würde ich sagen, im Grunde ist das krankhaft. Man kann doch, wenn man mit einer Kaffeekanne über den Fliesenboden geht, sich klar machen, wenn ich die Kaffeekanne fallen lasse, also ich will mal unterstellen, einer aus Porzellan, dann würde ich zerbrechen. Würde jeder von uns mit seiner Alltagsweisheit so sehen. Und die laufen jetzt herum und meinen, es ging irgendwie anders. Meine Damen und Herren, ich komme zum Thema Migration. Allerdings davor noch eine Bemerkung zu der Schuldenlage und dem ökonomischen Risiko Deutschlands mit 2, 3 Zahlen. Wir haben fast 1 Billion an sogenannten Tagezahlen. Den Begriff haben Sie gehört, wird leider nicht so richtig erklärt. Das sind Kontokorrentkredite, die andere Notenbanken in Europa ziehen zu Lasten Bestände, zu Lasten von Deutschland fast 1 Billion. Wenn also heute Griechenland und Italien umfällt, die haben gezogen mehrere 100 Milliarden an Kontokorrentdarlehen über dieses System, dann haben wir das Geld verloren, das kriegen wir nicht mehr wieder. Also das wird eine schwere Zeit. Und wenn einer umfällt, ist das so. Und zweitens, die EZB kauft, das haben Sie verfolgt, pro Monat über jetzt fast 2 Jahre Anleihen, vor allem Staatsanleihen, auch gerade von den Ländern, die auf dem Weltmarkt gar nicht verkäuflich sind. Die kauft die EZB, hat die Bundesbank nie gemacht. Eine anständige Notenbank kauft nicht die Schulden des eigenen Staates. Das ist unanständig, das nennt man die Gelddruckpresse in Aktion versetzt, meine Damen und Herren, das wissen Sie. So, und da hat die inzwischen ihrerseits über 2 Billionen aufgehäuft an solchen, ja, schlechten Schulden, also an risikobehafteten Schulden, meine Damen und Herren. Wenn also heute auch von der EZB-Seite aus, ein zweiter Strang, das gleiche Griechenland will, dann haben wir erstens mal ein Problem bei den Tagezahlen. Dann haben wir zweitens ein Problem, weil bei der EZB die Forderung der EZB ausfällt. Und wenn die Forderung der EZB ausfällt, dann macht die EZB Verluste und die Verluste werden den Anteil der Einlage gemäß verteilt. Das heißt, wir sind mit 27% in der Haftung. Das ist die wahre Lage und Sie sitzen auf der tickenden Bombe oder wenn Sie wollen, auf der
auf der Titanic und Sie sehen da vorne schon den Eisberg, aber Sie machen nochmal eine Flasche Sekt auf, ne, und sagen, wir feiern 50 Jahre EWG und Europa ist großartig und es wird alles gut. Meine Damen und Herren, Pfeifendeck ist es nicht gut, das muss ich Ihnen so in aller Härte sagen. Und das bedeutet, die Bombe tickt. Die Frage ist nicht, ob, nur wann sie geht. Zur Migration, meine Damen und Herren. Zur Migration, einfach ein paar Zusammenhänge. Ja, sie sind nicht besser. Sie sind nicht besser. Wir haben über 2 Millionen, wahrscheinlich 2,5 Millionen Migrationszuwachs. Wir wissen, dass 75% der Menschen, die hierher gekommen sind, sogenannte strukturelle Analphabeten sind. Das wissen wir durch Untersuchungen der Anstalt da in Nürnberg, die diese Dinge ganz genau untersucht. Das ist also gar kein Geheimnis, das ist so. Und diese Menschen, meine Damen und Herren, werden mit dieser Ausgangssituation in einen vernünftigen Beruf, bei dem sie noch Abgaben und Steuern und mehr zahlen, wie sie als Transferleistungen bekommen, zum größten Teil nie hineinwachsen. Nie. Das nimmt auch der Finanzwissenschaftler Raffelhüschen zu an. Hochbeleumdeter, gut beleumdeter Mensch, Freiburg Uni. Der rechnet das um in eine sogenannte verdeckte Staatsverschuldung. Übrigens Zahlen, die unser einer schon auch auf dem Bierdeckel gerechnet hat und auf solchen Versammlungen mitgeteilt hat. Und da freue ich mich natürlich, wenn der Raffelhüschen mit einem großen Computer zum selben Ergebnis kommt. Der kommt zu dem Ergebnis, 1 Billion verdeckte Staatsschuld. Dadurch, dass wir die Mehrheit dieser Menschen dauerhaft über ihren Lebensweg mit Transferleistungen werden versorgen müssen, weil es neben kleineren Gruppen, die es geben wird, gar keine Frage, es wird immer kleine Gruppen geben, die werden sich zurechtfinden, aber die Mehrheit wird diesen Weg gehen, meine Damen und Herren. Das ist so, wenn Sie sich vorstellen, wie Frau Özogus neulich gesagt hat, mein Vater hat sie gesagt, türkischer Hintergrund, der lebt jetzt seit 30 Jahren, der ist total integriert, spricht allerdings kein Wort Deutsch. Hat die Frau gesagt. Und kommt sich dabei gar nicht komisch vor. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass der Mann sein Leben lang auch schon einen Lebensweg hatte, als Transferleistungsbezieher. Jetzt hat eine Tochter, die Staatssekretärin ist. Die kann ihm natürlich ein bisschen was von den Tischen der Reichen abgeben, wenn sie das innerfamiliär macht. Muss sie aber nicht, weiß ich nicht, habe auch nicht gefragt. Aber Sie müssen sich klar machen, dass das so läuft. Und dieser Staat lebt davon, dass Sie alle mehr an den Staat zahlen, wie Sie, sei es in der Not oder auch dauerhaft über Ihren Lebensbogen, von diesem Staat kriegen. Wenn das nicht der Fall ist, dann fällt dieser Staat in sich zusammen. Das ist so trivial und so einfach. Wir können auch kein Geld drucken. So, das Geld entsteht aus dem ökonomischen Prozess und das gibt es nicht. So, deshalb haben wir das an der Backe und die Kanzlerin, die in einer Laune, wir kennen das ja genau durch diese Darstellung von diesem Journalisten Robin Alexander, der das ja genauestens recherchiert hat, im Telefongespräch mit dem Chef der Bundespolizei, dem Innenminister, ja, so nach dem Motto, ich höre da von München, die Leute kommen da mit Blümchen und finden das alle ganz lustig, das wird doch dieses Bergig. Ich mache die ganz auf. Und dann haben wir das, was wir haben, meine Damen und Herren. Da könnte man jetzt eine Stunde darüber erzählen. Wir haben allein dadurch, was da eingestreut ist, von dem wir gar nicht wissen, wer das ist, was das ist, wo die herkommen, allein 50.000 sogenannte unbegleitete Jugendliche, von denen jeder in Deutschland ein Jugendheim untergebracht wird mit einem Monatspflegesatz von 5.000 Euro. Und das ist so, das müssen wir so machen nach dem Gesetz. Also um die 60.000 bis 70.000 kostet jeder von denen. Nur dieses kleine Segment dieser 50.000 Jugendlichen hat noch gar nichts mit den über 2 Millionen Menschen zu tun. Allein die, multiplizieren Sie das, multiplizieren Sie 60.000 mit 50.000, kommen Sie auf 2 Milliarden nur zur Versorgung von diesen Menschen. Und wir haben diese berühmten Gefährder. Ja, da sind auch welche dabei, die schon deutsche Staatsangehörigkeit haben, weil sie zweite Generation sind und zum IS gegangen sind, meine Damen und Herren. Wir wissen wir alles, weil wir Polizisten haben. Wir brauchen, um eine perfekte Überwachung, etwa den El Amri, den Knaben, der in Berlin diesen Massenmord begangen hat, zu beschatten. Den man ja kannte, von dem man wusste, dass er gefährlich ist. 24 Polizisten pro Person. So, jetzt haben wir 700, klingt nicht so toll. Jetzt multiplizieren Sie 700 mal 24. Dann haben Sie mal gerade die 15.000 Polizisten, die jetzt als Krafttat eingestellt werden sollen, wenn Sie es richtig machen, nur zur Überwachung dieser 700 Gefährder. Stellen Sie sich mal vor, wie einfach, wie klar,
diese Überlegung, diese Zusammenhänge, da brauchen Sie gar nicht in die Bibliothek oder 10 Tage ins Internet. Das ist alles trivial und es ist nicht zu widerlegen. Und trotzdem sitzen wir in diesem Parlament und hören uns an, diese Menschen, die uns anschauen und nur ihre moralischen Reden halten, ja, man müsste die Welt retten und wir müssten jetzt in den Herkunftsländern und so, und dann wird das alles gut. Und damit bin ich bei den Herkunftsländern, meine Damen und Herren. Die Zahlen müssen Sie einmal gehört haben, müssen Sie durch. Afrika hatte 1990 600 bisschen mehr Millionen Einwohner. Ungefähr so viel wie Europa, ein bisschen mehr. Afrika hat heute 1,2 Milliarden Einwohner. Und die Demografie kann man, jeder kann Demografie, das sind feststehende Prozesse. Afrika wird 2050 2,5, vor ein paar Monaten war es noch 2,4, 2,5 Milliarden Menschen haben. Und sie können auch nur ein einziges Land, nämlich Nigeria, hat gerade 180 Millionen zurzeit, Nigeria, nur Nigeria. Und Nigeria wird 2050 540 haben, das heißt, sie werden ihre Bevölkerung in diesem Zeitraum verdreifachen. Nicht wie Gesamtafrika verdoppeln. Das wissen wir, das ist so trivial wie die Grundrechnungsarten, meine Damen und Herren. Und daraus können Sie alles ableiten. 2,3 Milliarden Menschen der 7 Milliarden haben pro Monat weniger als 60 Dollar zur Verfügung zu leben. Das nennt man Armut, meine Damen und Herren. In Afrika zwischen 400 und 500 Millionen Menschen. So, und damit wissen Sie alles über die Migration. Die Migration ist der Druck, diese Lebensverhältnisse nicht aushalten zu können, zu wollen, da gehen die Leute auch Lebensrisiken ein und zu sagen, dann ersaufe ich halt im Mittelmeer. Das muss man menschlich verstehen, das ist menschliches Risikoverhalten, meine Damen, ohne Frage. Nur, die Behauptung, wir könnten mit diesem lausigen Europa dieses Problem lösen, meine Damen und Herren, ist einfach eine Wahnvorstellung. Eine Wahnvorstellung. Sie kennen die Geschichte von dem Samariter. Das ist der den im Straßenrahmen zusammengeschlagen da in diesem wunderbaren biblischen Bild mitgenommen hat, meine Damen und Herren. Der Samariter hatte einen Esel. Und der hat den Stöhnenden in dem Straßenrahmen zusammengeschlagen auf den Esel gesetzt. Wenn da aber 5 oder 7 oder 10 im Straßenrahmen gewesen wären, meine Damen und Herren, war der Samariter am Ende mit seiner Kunst. So einfach ist das. So trivial ist. Und Sie kennen auch die Geschichte von dem St. Martin, dieser Oberchrist, den wir verehren. Und Sie wissen, erstens, er hat keine Reden gehalten, moralisch, sondern hat gehandelt. Ich habe noch keinen Bundestag gesehen, der handelt. Die reden alle nur. Und dann hat er seinen Mantel genommen, nicht den Mantel des Staatsrates, und gesagt, ich habe heute eine moralische Rede, bin ein toller Kerl. Die Rechnung, die schicke ich an euch, als Kollektiv. Das ist gut moralisch sein. Nee, der hat seinen Mantel halbiert, dann hat er ihm geholfen mit der Hälfte des Mantels. Aber was Sie daraus auch ableiten, er hat die andere Hälfte behalten, weil er ihn selber brauchte und weil er selber überleben wollte. Und jeder von uns hat das Recht, sich selbst zu schützen und seine eigenen Lebensverhältnisse zu beordnen, meine Damen und Herren. Und das wollen wir mal erkennen, dass das nicht unmoralisch, sondern dass das ganz zutiefst menschlich ist und jeder von uns das moralische Recht hat, so sein Leben einzurichten, dass er selbst mit seinem Leben zurechtkommt, meine Damen und Herren. Muss sich keiner vor den Zug werfen, damit es einem anderen auch nicht gedient. Und dieses Afrika, meine Damen und Herren, ich kann die Sprüche nicht mehr hören. Vor 25 Jahren hat Schäuble als Innenminister die Rede gehalten. Damals, als wir im Jahr 1992 238.191 Migranten hatten. Die Zahl stimmt. Habe ich mir gut gemerkt, weil wir nämlich die weiterverfolgen können. Und von denen sind 4% anerkannt worden. Und 96 nicht. Die sind aber immer noch da. Das ist unser Problem in Deutschland. In Holland wird einer, der sein Verfahren hinter sich hat und abgelehnt ist, der hat gesagt, du musst jetzt ausreichen. Da kriegt doch kein Geld, gar nichts. Da kriegt doch keine Zusammenhänge. Und wenn er nicht ausreicht, wird er in Schutzhaft genommen. So lange, bis er ausreicht in Holland. Dem liberalen, aufgeklärten Holland, meine Damen und Herren, die haben nur ein Verhältnis zu ihrem eigenen Schicksal und dazu, dass sie ihre Bürger schützen und dass die Aufgabe des Staates ist, seine eigenen Bürger zu schützen, meine Damen und Herren. Und wenn ich mir UNO höre, die Weltgesellschaft, die Gemeinschaft, wenn sie dieses von Afrika in ein kunstgemaltes Bild sich anschauen, wird das ein Desaster, ein humanitäres Desaster von Weltdimension. Und da frage ich mich, Sie gestatten mir, wenn ich an der Stelle etwas derb werde, was machen denn die Klugscheißer von der UNO? Denn die sehen doch das auch. Und was macht die Weltgesellschaft, um das zu richten?
Das kann doch nicht sein, dass wir in Europa mit den Ressourcen, die wir haben, so tun, als könnten wir diesen Stein heben. Den können wir nicht heben. Und ein letztes, zur Moral. Auch soziales Handeln muss man intelligent machen. Es gibt den berühmten Engländer Paul Collier, schreibt viele gute Bücher, können Sie kaufen, können Sie lesen, sensationell. Denkt so wie wir, rechnet so wie wir, tickt so wie wir. Der Paul Collier sagt, ich nehme mal die 50 Milliarden, die Deutschland derzeit pro Jahr in die Hand nehmen muss, um diese Menschen zu versorgen auf unserem Standard. Wie das mit einem Jugendheim geht, habe ich Ihnen schon gesagt. Und das andere ist nicht viel anders. Ne? Irgendwo in Berlin haben Sie gerade eine Villa für einen Araber mit zwei Frauen und 7 Kindern. Der kriegt die ganze Villa und 4.000 im Monat, meine Damen und Herren. Ich denke, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung fühlt sich vielleicht doch auf den Arm genommen, wenn diese Prozesse so ablaufen, meine Damen und Herren. Und die haben das Recht, sich unwohl zu fühlen, wenn sie das hören bei den anderen. Also, kurzum, stellen Sie sich also vor, dass wir auf diesem Niveau helfen und diese Geldmittel ausgeben. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir würden das gleiche Geld, also 50 Milliarden pro Jahr, es ist nicht abzusehen, dass es weniger wird. Deshalb werden wir demnächst wieder überschuldete Haushalte haben, ich sage Ihnen das Wort. Das würden wir nach Afrika geben. Und dann hat der Paul Collier die Collier-Formel entwickelt und die lautet, dort kann ich 125 Menschen helfen mit dem gleichen Geld, mit dem ich hier in Deutschland einen nach unseren Standards versorgen kann. Das heißt, wenn also bei uns 1 Million hier hereingelassen wird, dann könnte ich mit dem gleichen Geld 125 Millionen in Afrika in einem mindestens Überlebenszustand und mit Existenzbedürfnissen, die im Grunde gedeckt sind, könnte ich helfen. So, und jetzt frage ich Sie, ist das moralisch? Wenn ich sage, diese 1 Million lasse ich rein, 61 sind derzeit weltweit als Flüchtlinge unterwegs, die Zahl wird rapide steigen. So, dann werden Sie immer den restlichen 60, wenn Sie eine aufnehmen, sagen müssen, euch kann ich aber nicht aufnehmen oder euch nehme ich nicht auf. Und die Australier und die Kanadier und die Franzosen, die nehmen ja auch alle keine auf, bekanntlich. Haben dieselbe Genfer Konvention, machen es aber nicht, weil die Genfer Konvention gar kein persönliches Recht einem Flüchtling gibt. Müsste jeden Tag in der Zeitung stehen, steht aber nicht in der Zeitung. Ist Völkerrecht, gilt nur zwischen den Staaten und verpflichtet nur die Staaten so zu handeln. Gibt aber keinem Flüchtling das Recht zu sagen, ich berufe mich auf die Genfer Konvention. Erlauben Sie mir das mal als ganz einfache völkerrechtliche Grundweisheit zu sagen. So, meine Damen und Herren, Sie sehen, auch da stimmt vorne und hinten nichts. Mit solchen Hilfspaketen dieser Größe könnte man ja vielleicht tatsächlich in Afrika was bewegen. Das wird aber nicht gemacht. Wir haben riesen Flüchtlingsströme aus der Türkei und aus dem Libanon aus Lagern, weil die UNO diese Lager unterfinanziert hat. Und dann haben die sich aufgemacht. Die waren nicht bedroht von keinem Krieg, von gar nichts. Sondern die haben in diesen Lagern keine ausreichende Versorgung bekommen. Nicht einmal das hat die UNO hingebracht. Die vorhandenen Lager, in denen sicher nicht so besonders angenehm ist zu leben, damit wir es nicht falsch verstehen. Aber es gab sie. Und es gab keinen Grund zu fliehen und zu sagen, ich gehe nach Deutschland, weil dann kriege ich eine Versorgung, die so ist, wie sie ist. Also, meine Damen und Herren, Sie sehen das Thema Migration, eine zweite Titanic. Sie können gerne umsteigen von dem einen auf dem anderen Schiff. Sie kommen immer ans selbe Ziel. Davor haben Sie immer denselben Eisprung. Und lassen Sie mich drittens sagen, das Thema Islam. Bei dem Thema Islam, jetzt sind ja leider, wenn ich das recht sehe, die Menschen mit Migrationshintergrund nicht mehr da, was schade ist, weil ich gerne mit denen mich unterhalte. Und Sie haben ja nun alle mitgekriegt, dass der Horst Seehofer jetzt auf dem intellektuellen Niveau ist, wo wir schon seit Monaten und Tagen waren. Ne? Er sagt jetzt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Steht bei uns im Grundsatzprogramm, hat er nachgelesen, hat er es gefunden, hat er gesagt, Mensch, der meine bin ich auch. Da hat er das gesagt. Und jetzt schlagen sie alle auf ihn ein, und zwar der Gescheiter geworden ist, meine Damen und Herren. Das ist nicht fair. Also normalerweise werden nur die Faulen geschlagen, aber nicht die Fleißigen und die Klugen. Meine Damen und Herren, der Mann hat recht. Bin natürlich gleich im Reichstag 5-mal, 7-mal vor irgendwelchen Mikrofonen gefragt worden, wer mich mit dem Seehofer finde. Also, Kollege, ist doch wunderbar, wenn auch der zu dieser Einsicht kommt, denn sie ist wahr. Ich muss Ihnen das sagen, wenn Sie sehen, da draußen habe ich noch ein paar Prospekte, die ich hier im Wahlkampf verteilt habe, da steht auch eine Seite über den Islam. Und ich muss das sagen, und zwar ganz ruhig und ohne Scham vor dem Mund, und es geht auch nicht um Radikale, sondern es geht um die Orthodoxie des Islam, um die Grundlagen, die Glaubensgrundlagen
des Islam, die sind, wie sie sind. Wir alle haben eine Vorstellung von Religion, meine Damen und Herren. Und die, die wir in den Artikel 4 des Grundgesetzes hineingeschrieben haben, nämlich Religionsfreiheit, die sind, dieser Rechtsnorm ist vor dem Hintergrund unseres Religionsverständnisses entstanden, meine Damen und Herren. So, und jetzt sage ich Ihnen vielleicht mal als Markantes zum Einstieg, um dann natürlich auch die Dinge zum Ende zu bringen, meine Damen und Herren. Aus einem Politikergespräch hat mich dann dieser Tage irgendeiner Anfrage, ein Bedeutender, den Sie alle kennen, den ich jetzt aber nicht nennen will, aus Diskussionsgründen, hat gesagt, ja, aber Herr Glaser, die Spiritualität des Menschen ist doch ein ganz schützenswertes Gut und deshalb haben wir den Artikel 4. Und was Sie da gesagt haben, ja, das geht doch so nicht. Da habe ich den bedeutenden Politiker des Bundestages gesagt, verehrter Herr Kollege, ich werde Ihre Antwort zur Spiritualität mit 3 Sätzen Ihnen geben. Und das ist nicht von mir, sondern von dem Islamwissenschaftler Radatz, ganz anerkannter professoraler Islamwissenschaftler. Ich zitiere. In keiner anderen Religion findet sich die geheiligte Legitimation von Gewalt als Wille Gottes gegenüber den Andersgläubigen, wie sie der Islam als integraler Bestandteil seiner Ideologie im Koran kodifiziert und der historischen Praxis bestätigt. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz ist, das wesentliche Merkmal des jüdischen und christlichen Monotheismus ist das Tötungsverbot. Eine grundlegende religionspolitische Voraussetzung für die letztliche Durchsetzung der allgemeinen Menschenrechte, meine Damen und Herren. Da sehen Sie die kulturelle Differenz zwischen dieser Kultur und unserer. Das ist kein allgemeines Geplapper, sondern der Islam, nehmen Sie es, gibt beim Reklam so eine gelbe Ausgabe, nehmen Sie es, lesen Sie es. Wenn Sie es, können Sie an einem Mittag, erst ganz kurz. Und wenn Sie es durchgelesen haben, machen Sie die Augen zu und stellen sich die Frage, und wo bitte ist jetzt die Religion? Wo ist die Spiritualität? Sie werden sie im Text nicht finden. Sie finden kein analoges Dokument wie die Bergpredigt, aus der unsere ethischen Vorstellungen gewachsen sind. Sie finden noch nicht einmal den Dekalog, also diese berühmten 10 Gebote, die wir vom Alten Testament kennen, was ja auch noch so manche barbarische Geschichte hat, ne? Von Kain und Abel angefangen und noch so ein paar. Aber das ist ja auch nicht die Grundlage unserer Theologie. Die Grundlage unserer Theologie ist das Neue Testament, meine Damen und Herren. Und da sehen Sie den Gegensatz. Sie finden 136 Suren im Koran, wo drin steht, warum und wie man die Christen töten muss. Verbrennen, Hälse durchschneiden, weiß der Gott, was sie da finden. Sie glauben es nicht, was sie dort alles finden. Das ist die Tagesbotschaft eines Feldherrn, der mit dieser Art der Religionsstiftung, seine Familie hat schon vorher den schwarzen Stein bewacht und Wasser verkauft, ehe es die Religion gab. Da saßen die schon in Mekka und waren schon sozusagen Denkmalsunternehmer. Und dann hat er diese Religion gemacht, meine Damen und Herren, und dann hat er tatsächlich diesen ganzen früheren christlichen Raum des arabischen Bodens, der ja christlich war, vor dem 7. Jahrhundert, erobert mit ja, dieser Ideologie, die dem Dschihad, dem Dschihadisten, dem Kämpfer für die Ausbreitung des Islam über die ganze Welt, dieses berühmte Himmelsreichversprechen gibt. Das war die Motivation, meine Damen und Herren. Und das hat funktioniert. Das hat funktioniert als ja, in Aussichtstellung einer göttlichen Belohnung, wenn du denn auf Erden den Dschihad machst. Und Sie müssen wissen, der Islam hat die Vorstellung, dass in der vorislamischen Zeit alle Menschen Muslime waren. Das müssen Sie wissen. Das ist ganz festgefügte Basis des Islam. Und was der Islam jetzt macht, wenn er die Welt erobert, sei er durch einen Wanderungs-Dschihad oder durch einen militärischen Dschihad, ist nur das Erstreben des Zustandes, wie es ihn früher mal gegeben hat. Den Dar es Salam, das Haus des Friedens, wollen wir herstellen. Das Haus des Friedens entsteht, wenn alle Menschen wieder Muslime sind. Wenn Sie also einer mit meinem Taxifahrer gesagt, hast du heute schon dein Dings muslimischer, erkennbar mindestens arabischer Herkunft und dann natürlich auch unmaßlich muslimischen Glaubens, habe ich gefragt, hast du heute schon deine Mission gemacht? Naja, sagt er, woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Naja, wissen Sie, ich führe dann immer so ein Gespräch, ich mache dann so eine Liste und dann mache ich so einen Haken dran. Es war ein junger Bursche, der sah nicht aus, als würde er jeden Tag sich mit religiösen Fragen beschäftigen. Aber das hat er im Programm, dass wir alle, wir Kuffar, wir Ungläubigen,
irgendwann einmal dem rechten Glauben zugeführt werden müssen, meine Damen und Herren. Das sind keine Märchengeschichten, sondern das ist die Essenz des Islam, hat auch mit Radikalismus nichts zu tun. Lassen Sie sich den Bären aufbinden, die IS-Leute, die werden radikal, die sind in ihrem mörderischen Treiben vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber bei der Vernichtung des Geschäftes, ich weiß nicht, ob Sie in Erinnerung haben, dass Sie da vor, was war es, 2 Jahren, haben Sie da die koptischen Christen, die da als Wanderer waren, in Libyen oder was, die sie da alle am Strand aufgebaut haben, haben ihnen so rosa Kittel angezogen und das alles gefilmt und haben ihnen dann die Hälse durchgeschnitten. Und dann haben die das beschrieben, dass das ihr Werk ist, das sie tun müssen und dass sie das selber erhebt, weil sie die frommsten Muslime von der Welt sind, meine Damen und Herren. Das ist Lebensrealität. Und wenn Sie es geschichtlich wollen, denken Sie nur dran, im 8. Jahrhundert sind sie in Spanien eingefallen, haben ganz Spanien niedergemacht, die Herrschaft an sich gerissen und in Nordspanien Massaker angestellt, ohne Ende. Und dann haben die Spanier, wie Sie wissen, das christliche Abendland, gekämpft bis 1492. Und in 1492 wurden die letzten über die Straße von Gibraltar wurden nach Nordafrika transportiert. Und justament, während die im Südwesten fertig waren, ging es im Südosten los. Und 1453 wurde Konstantinopel erobert, wurde Istanbul. Und ab da ging es rund bis 1683, wo sie vor Wien standen und wo die Polen, die das dieser Tage wieder gefeiert haben, weil ihr polnischer König und der Karl von Lothringen mit ihrer Reiterei gekommen sind und am Kahlenberg am so und so viel September, ich glaube es war der 11. September 1483, diese Schlacht am Kahlenberg geschlagen haben und Europa gerettet haben. Die waren auf dem Marsch. Und das alles ist die große Geschichte, die dahinter steht, meine Damen. Und die wissen das. Die Türken wissen das. Die Muslime wissen das. Die Polen wissen das, die damals verteidigt haben und ziehen die Schlussfolgerung bis heute und sagen, bei uns kommen die nicht rein in Polen. Die haben noch Geschichtsunterricht gehabt, wie bei uns, wo, ja, das wird dann ersetzt durch, ich weiß nicht, Zähneputzen oder so, ne? Oder ein bisschen Sexualkunde oder irgendwas sonst wo, ne? Alles, was die Menschen ja ganz dringend brauchen, denn ohne Sexualkunde geben es überhaupt keine menschliche Vermehrung, wie wir alle wissen, ne? Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind wirklich völlig aus der Kutsche gefallen. Wir haben die einfachsten Lebenszusammenhänge nicht im Kopf. Und wir gehen jetzt so wie die Wanderprediger durchs Land und sagen die einfachsten, klarsten Dinge von der Welt. Und ich sage es noch einmal, begleiten Sie uns, wir brauchen Sie, wir brauchen viele Freunde. Es muss der Fall eintreten, dass die Straßen schwarz vor Menschen werden. Wir wollen demnächst mal wieder eine große Demonstration in Berlin machen. Wir hoffen, dass wir diesmal weit über die 10.000 oder 20.000 kommen werden, meine Damen und Herren. Wir werden aufbauen unter dem Dach der Fraktion ein Medienzentrum mit 22 hauptamtlichen Mitarbeitern, um uns medial vor allen Dingen natürlich im Social Network einzubringen. Dort sind wir sowieso Marktführer. Es gibt keine deutsche Partei, die annähernd unsere Verbreitung hat. Das wissen Sie. Trotzdem, der große Koalitionspartner der Koalition ist die Medienwelt. Das ist der große Koalitionspartner. Wir sind nach wie vor Aussätzige. Und deshalb haben wir noch einen langen oder schwierigen Weg. Aber ich sage Ihnen, die Fakten, die Realitäten sind so. Und das mit dem Islam, meine Damen und Herren, begreifen zunehmend mehr Menschen, und zwar die, die es im Alltag erleben. Wo ist da Integration? Die türkische Frau, die osmanische, muslimische Frau, darf keinen Christen heiraten. Ist nach dem Koran verboten. Und der gläubige Muslim, der normalgläubige Muslim, darf nicht die Religion verlassen. Das ist Apostasie und das ist strafbar, meine Damen und Herren. Und der normale Muslim hat eine Vorstellung von einem Staat, der keiner ist mit Parlament und Wahl und laizistisch. Und an dieser Stelle kann der Artikel 4, die Freiheit der Religionsausübungen, nicht gelten, oberhalb aller anderen Verfassungsnormen, die unsere demokratische Grundordnung sichern, meine Damen und Herren. Und das haben irgendwelche Möpse noch nicht verstanden. Ich sage Ihnen das noch abschließend und zum Trost. Da gibt es einen aus der Zeit. Ist ja nicht so ein AfD-affines Blatt, wie man hört. Da können Sie mal lesen, dass der liebenswerte journalistische Kollege in der Zeit verstanden hat, was Sache ist. Und im Nachgang zu meiner Beschimpfung schreibt er dann einen Artikel,
über das sogenannte Islam-Paradox. Er ist so schön, dass ich Ihnen noch sagen muss, Sie würden den Tag vertändelt haben, wenn Sie das jetzt nicht noch hören. Und der sagt, zur Ehrlichkeit gehöre zu sagen, dass der Mainstream-Islam keine Religion wie die meisten anderen ist, sondern einen Mischcharakter besitzt. Er erhebt den Anspruch, verbindliche Regelungen nicht nur in spiritueller, sondern auch in tatsächlicher Hinsicht zu treffen, inklusive eigener Vorstellungen von Familie, Erbrecht, Strafrecht. Deshalb kollidiert der Islam besonders heftig mit vielen Grundrechten. Genau in diesen Kollisionsfällen darf der demokratische Rechtsstaat keinen Millimeter von seinen Freiheitsgrundrechten abrücken. Er fährt fort. Aber was ist nun mit der Besonderheit des Apostasieverbots, also des Verbotes, den Glauben zu verlassen, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, auf das Glaser sich bezieht? Denn dazu hatte ich ja was öffentlich gesagt. Es belastet den Islam in der Tat mit einem kategorialen Unterschied gegenüber anderen Religionen. Wem die Beschränkungen des Katholizismus oder des Judentums nicht passen, kann jederzeit aussteigen oder konvertieren. In der Praxis achten diese Religionen deshalb das zweite Grundrecht, das in Artikel 4 wohnt, das Recht nicht zu glauben. Das negative Religionsfreiheitsrecht, meine Damen und Herren. Ein Gedanke, der jeden Menschen mit logischem Verstand einleuchtet und der übrigens auch so formuliert in der UN-Menschenrechtscharta steht. Ich fahre fort. Würde man zum Beispiel einer Partei, schreibt der Mann von der Zeit, die ihren Mitgliedern verböte, jemals auszutreten und ihnen androhte, sie im Falle des Parteiwechsels zu töten, gestatten sich auf die Parteienfreiheit des Artikel 21 Grundgesetz zu berufen? Ganz sicher nicht. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, sind verfassungswidrig, heißt es in dessen Absatz 2. So, Herr Jochen Bitter von der Zeit, meine Damen und Herren, Sie sehen, an der Stelle ist die Zeit auf der Höhe. Herr Seehofer ist gerade in der Rehabilitation und erreicht demnächst unser Niveau. Wir haben es schon und Sie bitte ich alle dringend, über all das, was ich Ihnen gesagt habe, in Ruhe nachzudenken, sich klarzumachen, dass das weit und gut und tief abgesicherte, richtige Erkenntnisse sind und dass wir im Moment noch zu wenige sind, um uns bundesweit durchzusetzen. Wir haben einen Antrag eingebracht, Grenzen schließen. Wir haben namentlich abstimmen lassen, meine Damen und Herren. Es haben sich immerhin drei von der CDU, wie man bei namentlicher Abstimmung oder Nachrichten kann, enthalten. Ansonsten haben nur wir dafür gestimmt. Sie wissen also genau, welche Bundestagsabgeordneten nicht dem Projekt Grenzschließung ihre Stimme gegeben haben, meine Damen und Herren. Sie können jeden greifen, ansprechen, schreiben, mailen und ihn fragen, wie er sich das vorstellt. Da kam einer von der CDU, ich will ja nicht boshaft über Kollegen reden, aber ich hätte jetzt dann also ein Prädikat für einen Menschen, der so etwas sagt. Und er sagt, das geht doch gar nicht. Die deutschen Grenzen sind 3000 sowieso Kilometer. Sie kennen diese Weisheit, die haben nämlich Frau Merkel schon verstrickt. Ist auch ganz wichtig, dass wir die Ostsee bewachen, die Nordsee und so, ne? Und dann die Grenze zu Polen ist ganz wichtig und Holland und pipapo. So ein Dummgebabbel. Und der Seehofer will jetzt mal sehen, was macht. Eine bayerische Sonderpolizei machen. Es geht um diesen Korridor. Der ist nicht groß. Und den konnte man immer bewachen. Und wenn wir in Deutschland die Grenzen nicht bewachen können, meine Damen, dann können wir auch die Visa abschaffen. Dann können wir alles abschaffen. Das ist doch dann alles nur Muppitz. Und wir haben denn die Franzosen bei dem letzten Attentat gesagt, wir machen jetzt mal alle Grenzen zu. Das haben wir hingekriegt. Wir kriegen es nicht hin, meine Damen und Herren. Die Bundeswehr, sagt der Wehrbeauftragte, ist überhaupt nicht einsatzfähig, sagt der Wehrbeauftragte. Das Oberlandesgericht Köln sagt, die elementarsten Rechtsgrundsätze gelten derzeit nicht in Deutschland. Und wir haben derzeit 100.000 Haftbefehle, 100.000, die nicht vollstreckt werden können, weil wir keine Quartiere für die Leute haben. Ein Zustand, den wir in diesem Lande noch nie hatten. Meine Damen und Herren, wenn Sie, wie wir das so sagen, Ihr Land wieder zurückhaben wollen, müssen Sie die Hosen zusammenbinden, sich ein bisschen anstrengen und wenn es geht, uns irgendwie zu unterstützen. Es geht um Ihr Land. Wir versuchen, Ihr Mandat wahrzunehmen. Wir machen das nicht, damit wir selber großartig in Erscheinung treten. Aber wir betrachten das als unsere ganz ehrliche staatsbürgerliche Pflicht als deutsche Bürger. Herzlichen Dank.
da ist schon einer, der ist voller Tatendrang. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Das Zitat aus der Zeitung, ja. Der heißt Jochen Bittner, ja. Und kommt aus Frankenberg, hat seine Wurzeln hier in Frankenberg. Ja. Ach, ja. Was lernen wir daraus? Kenn ich das Frankenberger sind voller heller Einsichten. Ein guter Menschenschlag. Wusste ich nicht. Lieber Schatzmann. Herr Glaser, jetzt mal eine Frage an Ihre Seele. Bitte sehr. Eine ganz böse Frage, die Sie gleich vorwarnen. Das geht auch so, danke. Was sagt Ihnen Ihr Gefühl? Tief im Inneren. Ist alles das, was hier passiert, in den letzten Jahren, ist das reiner Zufall? Ist das dem geschuldet, dass vielleicht unsere Eliten Traumtänzer sind, Spinner sind, Realitätsfremd sind? Oder haben Sie nicht auch das Gefühl, wie ich das Gefühl habe, dass hier ein Mechanismus am Werk ist, ein Zerstörungsmechanismus am Werk ist, der nicht nur Deutschland betrifft, sondern weltweit am Werk ist? Was ist Ihr Gefühl? Also, ich will mal in der Tat ein Zitat bringen, das ich aber auch schon vor ein paar Tagen untergebracht habe, das mich auch schon länger begleitet. Ich zitiere mal den Schäuble aus einem nicht so alten Interview mit der Welt vom 21.08.2011. Zitat: Schon damals war Deutschland, da greift er zurück auf die Zeit Anfang der 90er Jahre, wo der Maastricht-Vertrag abgeschlossen worden ist, wo ja auch die Währungsunion schon vereinbart worden war. Schon damals war Deutschland für eine politische Union, was immer das konkret heißt, fand dafür aber keine Mehrheit. Wir haben uns deshalb entschieden, über die Wirtschafts- und Währungsunion hin zur politischen Einheit zu kommen. Wir hatten die Hoffnung und haben sie auch heute noch, dass der Euro schrittweise die politische Union herbeiführen wird. Ich will dazu Folgendes sagen. Wenn die von politischer Union reden, meine Damen, das müssen Sie alle wissen, dann meinen die tatsächlich die Auflösung der Nationalstaaten in Europa. Was meinen die? Die meinen einen Staat mit 550 Millionen Einwohnern. Da können Sie sich vorstellen, welche Rolle Sie als Bürger haben mit Ihrem Stimmzettel. Mal abgesehen davon, dass wir ja bekanntlich derzeit in der europäischen Wahl gar kein gleiches Wahlrecht haben. Ne? Ein Malteser oder ein Zypriote hat das 12-fache Stimmgewicht wie Sie. Wenn Sie in Deutschland einen Europaabgeordneten wählen, brauchen Sie dafür 800, 2000 Stimmen, da unten brauchen Sie 60.000. Also verrückt, pervers, undemokratisch, antidemokratisch. Und in der Tat glaube ich schon, weil wir auch, ja, auch sehr international ja, unterwegs sind, wenn Sie UNO, UNESCO und diese internationale Welt nehmen, dann sind das schon Leute, die glauben, dass sie eine Weltregierung herbeiführen könnten. Und diese Weltregierung würde dann ja, uns alle hier so zum Regierungspräsidium machen. Das klingt jetzt tatsächlich, wie man viele Kritiker das sagen, wie eine Verschwörungstheorie, meine Damen und Herren. Ich habe sogar Dokumente dabei, Ihnen sagen, was die Weltflüchtlingsorganisationen sich vorstellen, wie in den nächsten Jahren in Deutschland durch Migrationsströme im Grunde die Bevölkerung ausgetauscht werden soll. Und die UNO, meine Damen und Herren, ist nichts, die hat überhaupt gar keine demokratische Legitimation. Das ist ein Zusammentreffen von Delegierten, die aus den Ländern dahin geschickt werden, nicht so sehr viel anders wie die Menschen bei der Europäischen Kommission. Auch die haben keine demokratische Legitimation. Europäische Parlament ist, wie schon gesagt, auch kein Parlament, hat auch kein Gesetz, gar nichts, was ein Parlament heißt. Das heißt nur so. Fassadendemokratie. Und ich glaube schon, dass es sowas gibt. Da gehören die Schulzen zu, die Merkels gehören alle dazu. Die sozusagen eine Art ja, internationale Elite, die sich so versteht, sich selbst so definiert. Und die das, was wir unter Demokratie verstehen, nämlich noch eine Rückverantwortlichkeit der handelnden Personen zum Volk. Am lebendigsten ist das in der Schweiz durch diese berühmten Plebiszite, meine Damen und Herren. Deshalb fordern wir die. Wir werden feststellen, in der nächsten Sitzungskampagne werden wir den Antrag stellen auf Einsetzung einer Enquete-Kommission, um für Deutschland direkte Demokratie-Instrumente auf der Bundesebene einzuführen. Können Sie verfolgen? Wir werden abgemeiert, kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Aber wir werden wahrscheinlich wieder namentliche Abstimmung durchführen. Denn geplappert darüber haben sie alle schon in den letzten Jahren. Also kurzum, der große Kampf zur Zeit ist in der Tat der,
überlegen die Nationalstaaten, die 192, als Ordnungsmodelle der Welt? Oder kriegen wir eine internationale Elite, die mit wirtschaftlicher und letztlich politischer Macht die Staaten an der Strippe zieht? Das ist wirklich die große Auseinandersetzung. Wenn ich immer sage, weil ich es da und dann schon gesagt habe, habe ich dann mit Redakteuren der Welt geprügelt, die gesagt haben, das wäre ein ganz gefährlicher Mann. Und ich wollte ja wieder Nationalstaaten und so. Da habe ich gesagt, Sie sind ein gefährlicher Mann. Sie wollen nämlich die Demokratie abschaffen. Und ohne Demokratie, dann gibt es unvorhersehbare kriegerische Auseinandersetzungen, was immer. Und die Legende, der Nationalstaat wäre die Ursache für die grausamen Kriege in Europa, meine Damen und Herren, ist eine Legende. Wenn Sie den Dingen historisch auf den Grund gehen, sage ich Ihnen, und ich weiß, wovon ich rede, das waren immer die politischen Eliten, die Kriege gemacht haben. Es war nicht das gemeine Volk. Und dass die Leute stolz auf den Staat sind, was die Franzosen immer noch sind, die Engländer nicht, wir sind die einzigen Exoten, die uns jeden Tag selber bespucken. Das hat übrigens von der Bismarck gesagt. Ne? Das war einzig Volk weltweit, das sich selber hasst. Also ist auch keine ganz neue Erfahrung. Ist auch keine Erfahrung, die mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Das ist so ein bisschen unsere nationale Tragik. Wir haben diese unglaublich großen Genies hervorgebracht. Wir haben kulturelle Leistungen erbracht, meine Damen und Herren. Die sind unfassbar. Wenn eben diese Frau Ösekus sagt, es gebe gar keine deutsche Kultur, sondern eine deutsche Sprache, kann ich nur sagen, Mädchen, du hast halt an der nicht teilgenommen, deshalb kommst du auf solch eine absurde Meinung. Ne? 100 Jahre in eine Bibliothek einsperren. Mit Leibniz, Fichte und all dem. Wenn es hilft, ja, wenn es hilft. Dann klappt das. In Amerika hat man noch bis in die 20er Jahre für eine philosophische Dissertation ein Germanikum machen müssen und dann wurde die in Deutsch geschrieben, meine Damen und Herren. Und bis die 80er Jahre haben alle skandinavischen Länder ihre medizinischen Lehrbücher in Deutsch gehabt. Und zwischen 1902, wo es die ersten Nobelpreise gegeben und 1930, war in jedem Jahr die größte Zahl der Nobelpreisträger Deutsche. Das war alles gestern. Bis die 68er und die jetzigen Lehrer über uns hergefallen sind. Ne? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat, lieber Herr Salzmann, es ist die große Auseinandersetzung und ich kann nur sagen, Demokratie gegen Internationalismus, friedliche und freundliche Nachbarschaft, gerne. Dazu auch gerne Verträge, gar kein Problem. Aber bitte ein Ordnungsmodell, wo der Einzelne noch vorkommt, wo er seinen Identifikationsraum hat, seine Sprache, seine Kultur und eine noch, bei 80 Millionen ist das schon schwer genug, eine Regierung, die irgendwann mal dem Wähler noch in die Augen gucken muss. Dem Juncker haben sie noch nie in die Augen geguckt, der wird sie auch nie angucken, der braucht sie auch nicht. Der macht mit seinem Flohzirkusstaat, von dem er herkommt, ach, der macht ja ein Europa, sage ich Ihnen, das ist vom Allerfeinsten, den interessieren die Menschen nicht, den interessieren die Nationen nicht, den interessiert nicht die Demokratie, den interessiert diese Form der Weltsteuer. Noch ein Satz bei den Umweltfuzis, bei diesen Klimafreundleuten. Da gibt es ja welche, haben Sie neulich mal gehört, ich glaube sogar der aus Potsdam, der sagte, eigentlich müssten wir eine Weltdiktatur haben, damit wir das menschliche Verhalten erzwingen können, das wir brauchen, dass die Klimakatastrophe nicht eintritt. Schellnuber. Die sind im Kopf, sind die schon so weit, dass die das denken. Das haben die schon auf der Agenda. So, ich hoffe, ein bisschen Ihre Fragen beantworten. Bitte sehr, lauter, tüchtige, geistig kränkende Leute, wie immer bei AfD. Also, das ist wunderbar. Okay, deshalb sind wir so wenige, weil die Gescheiten hier sind, die anderen sind draußen. Ne? Also, mein Name ist Keim. Bitte sehr. Ich saß hier mit den türkischstämmigen Gästen. Ja. Kein Zufall, ich bin Vorsitzender des türkisch-deutschen Vereines und in Netzwerk Integration und in der Flüchtlingsarbeit aktiv. So viel zum Outing, damit Sie wissen, woher meine Meinung kommt. Kein Problem. Sie haben gesagt, Europa ist ein ganz nüchterner Zusammenschluss, weil alle ihre Interessen vertreten, außer Deutschland. Ja, für mich ist Europa mehr. Schade, dass Ihnen da nicht mehr so eingefallen ist. Für mich ist Europa ein Friedensprojekt. Kenn ich, ja. Gut, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg so lange Frieden haben und die Zusammenarbeit in Europa ist ganz wichtig. Deutschland hat von Europa profitiert, das sagen alle Wirtschaftsexperten und viele europäische Länder sagen, Deutschland setzt sich immer durch. Unsere Wirtschaft ist deshalb so stark, weil wir in Europa uns so geeinigt haben.
Sie haben das große Lied der Armut der Deutschen gesungen, an zweitletzter Stelle. Wenn man durch die offenen Grenzen durchgeht und sich Europa anguckt, also ich habe nicht den Eindruck, dass wir das Armenhaus sind. Zur Flüchtlingsgeschichte. Ich würde Ihnen in sehr vielen Punkten recht geben. Da ist sehr vieles schiefgelaufen in der Vergangenheit und läuft auch immer noch schief. 50.000 pro Monat. Nur habe ich bei Ihnen auch nur Migration als Kostenfaktor gehört und nicht als humanitäre Aufgabe. Das sollte man nach meiner Meinung voranschicken, bevor man über Kosten redet. Zum Islam bin ich froh, dass die 4 Leute weggegangen sind, die hätten es an die Nerven gekriegt. Wir haben noch einen zweiten schlauen Frankenberger, den Lutz Berger, Islamwissenschaftler, mit dem sollten Sie sich mal unterhalten, der würde Ihre Äußerung zum Islam als ziemlich einseitig, oberflächlich bezeichnen, so wie ich das auch sehe. Ich selber sehe sehr vieles kritisch am Islam. Ich habe sehr viele Bücher darüber gelesen, mich mit sehr vielen Leuten unterhalten, auch Fortbildung gefahren. Ich habe mehr islamkritische Bücher als islamfreundliche Bücher. Man darf nicht unkritisch sein, das ist klar. Aber islamische Gewaltaffinität zum christlich-jüdischen Tötungsverbot in Gegensatz zu setzen, dann laufen Sie mal durch Frankenberg und gucken sich die ganzen Stolpersteine an, wo das christlich-jüdische Tötungsverbot nicht funktioniert hat. Islam gehört nicht zu Deutschland. Es ist wenige Jahrzehnte her, da war die Parole, Juden gehören nicht zu Deutschland. Also, das wäre ein ganzer Abend für sich, nur zum Thema Islam. Der Mund so trocken, ich kann nicht weiter reden. So, also, kann das natürlich auch, und will das jetzt nicht in aller Länge abarbeiten, aber erlauben Sie mir einfach, ist natürlich alles relativ standardisiert, was Sie da sagen. Europa ist ein Friedensprojekt, ja, was sagt uns das? Ist die Behauptung, hätten wir nicht diese EU, hätten wir NATO nicht verhindert. Ich bitte um Entschuldigung, wenn die sagen, das halte ich für völligen Quatsch. Wir hatten in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir Frieden, weil wir die Auseinandersetzung mit dem Ostblock hatten. Und weil alle gewusst haben, da geht es nur um eines. Und das hat Europa zusammengehalten. Und im Übrigen gab es die EWG bis 1990. Und Sie werden mir keinen europäischen Krieg nachsagen. Das hatte mit der EU und Auflösung der Staaten überhaupt nichts zu tun. Und im Übrigen, wenn Sie mir erlauben, wissen Sie, man kann Zucker in den Kaffee tun. Und dann wird vielleicht der Kaffee besser. Es hat aber noch keiner behauptet, je mehr Zucker ich in den Kaffee tue, desto besser wird der Kaffee. Also brauche ich diese Art von Auflösung des Staates nicht. Das ist eine Perversion und keine gute Idee. Und deshalb einen Gegensatz zu konstruieren zwischen dieser Kritik, die wir an Europa üben, und sozusagen einer Friedensfreundlichkeit, ist mit Verlaub falsch. Das ist einfach eine andere Reaktion. Die Idee vom Wirtschaftsprojekt ist einfach falsch. Ist einfach nur falsch. Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Beleg dafür, warum das mit Europa etwas zu tun haben soll. Denn die Nachbarn, mit denen wir die engsten wirtschaftlichen Kontakte haben, übrigens auch Großbritannien, übrigens auch vorher eh überhaupt in der EU waren und jetzt, nachdem sie nicht mehr in der EU sind, die haben überhaupt mit der Gemeinschaftswährung nichts zu tun. Das ist völlig abwegig. Die Gemeinschaftswährung behindert das Wirtschaftswachstum so, dass Europa seit 10 Jahren, das wird sich fortsetzen, die schwächst wachsende Wirtschaftszone der Welt ist. Wenn Sie das bitte mit Ihren Experten austauschen, das kann man ganz leicht nachgucken. Wie Sie dann behaupten können, es hätte uns genutzt, bleibt Ihr Geheimnis. Ich habe vorhin schon gesagt, wir waren Exportweltmeister, ehe es den Euro gegeben hat. Und wir haben vorher diese geringfügigen Transaktionskosten zwischen A und B, weil man halt natürlich wechseln musste oder fakturieren musste von D-Mark oder Form. Ja, das müssen wir mit dem Rest der Welt heute noch. Und das wird immer so sein. Oder glauben Sie, wir kriegen die Weltwährung? Wir kriegen nirgendwo auf der Welt eine Staatengruppe in einer Nachbarschaft in Südamerika oder Nordamerika, wo man sich das zwischen Kanada und Mexiko oder sonst wo vorstellen könnte, wo das gemacht wird. Die sind alle wahrscheinlich nicht richtig gewickelt und können keine Wirtschaft. Aber wir haben das verstanden. Also glauben Sie mir, es ist wirtschaftswissenschaftlich falsch, was Sie sagen. Es ist einfach nur falsch. So, und jetzt mit der Armut. Das finde ich ganz toll. Ihre Beweisführung, sage ich, fahre da über die Grenze und ich kann das nicht sehen.
Lesen Sie halt die Statistik der EZB. Verstehen Sie, es gibt Dinge, die kann man nicht sehen. Die kann man auch nicht gucken, indem man einfach mal irgendwie hinguckt. Damit kriegen Sie doch keine Erkenntnis über den Vermögensstand etwa der Griechen oder sowieso. Da müssen Sie schon die volkswirtschaftlichen Statistiken und Sie müssen die der EZB und die der OECD und die von DFDATIS, die müssen Sie sich halt dann schon beschaffen und Sie müssen lesen und dann kommen Sie zum Urteil und bitte nicht, ich bin da rumgereist und ich weiß jetzt über dieses Land, wie die Leute ticken und ob sie arm oder reich sind. Also mit Verlaub, das ist nicht seriös. So, und dann kommen Sie, was haben Sie noch gesagt? Die Flüchtlingsgeschichte. Ich lehne es ab, wie im Bundestag zunächst eine humanitäre Parole zu blasen, meine Damen und Herren. Es geht um Realpolitik. Und noch einmal, wenn ich wirkungsvoll etwas tun will, dann muss ich das in den Herkunftsländern tun, weil die aufnehmenden Länder, die kleinen europäischen, können keinen nennenswerten Beitrag leisten. Sie nehmen ein paar, die sie dann privilegiert in ihre Länder hineinnehmen. Das kann man zu einer humanitären Großtat stilisieren. Man kann auch sagen, es ist moralische Erpressung. Um noch einmal das zu sagen, wir hatten in den 90er Jahren, das war dieses eine Jahr mit diesem Peak, mit den 438.193, damals stand in jeder Zeitung, das sei ein Wirtschaftsasylant. Das war nicht verboten, das durfte man sagen. Und so ist es. Und der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Herr Papier, sagt, über die Schiene, über die juristische Schiene des Asylrechts und des Flüchtlingsrechts findet in Wahrheit eine Migration statt. Das ist so. Und das sehen alle so. Und da muss ich mir nicht ein Männchen umhängen vorher und hinterher und sagen, ja, ich bin einer. Wissen Sie, Humanität und Barmherzigkeit ist etwas Persönliches und hat mit einem persönlichen Opfer zu tun. Und die, die nur die Reden halten und das Opfer nicht bringen, das sind Scharlatane. Und deshalb erspare ich mir die Rede, es sei denn, ich habe selber, wie viele meiner Freunde, in der dritten Welt 1, 2, 3, 4 Patenkinder, für die ich monatlich so und so viel Geld überweise. Die haben einen Haufen Humanität, aber nicht die, die die Reden halten und dafür gelobt werden wollen. Ich will es damit belassen, wenn also Ihre Freunde da aus der Türkei etwas an die Nerven gekriegt hätten, wie Sie sagen, dann kann ich dafür nichts. Denn was ich hier erzählt habe, ist alles der normale Ablauf der Dinge. Und die Türkei hatte mit Verlauf am Anfang des 20. Jahrhunderts noch 15% Christen. Und möglicherweise, dass Sie gut informiert sind, können Sie mir sagen, wie viel Sie heute noch haben. Ich kann es Ihnen sagen. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass in Ägypten 94% aller Frauen genital verstümmelt sind. Das kann ich Ihnen sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass in diesem Milieu, nicht den, den Sie vielleicht kennen, Frau A und Herr B, in Deutschland inzwischen seit 30.000 bis 40.000 Genitalverstümmelungen an Frauen vorgenommen werden und dass das alles im muslimischen Milieu ist. Und da kann also einer sagen, wenn ich das höre, kriege ich was an die Nerven. Aber entweder unterhalten wir uns über das, was Sache ist, oder jeder beschließt, dass er sensibel sei und von mir aus das Taschentuch braucht. So können wir aber weder Integration machen, noch einen ehrlichen Umgang, noch unsere Welt beordnen. Tut mir leid. Bitte sehr, er hat sich relativ früh gemeldet, aber gerne auch nach hinten. Wir sind ja alle noch gut beisammen. Ich wollte nur noch. Nein, meine Frau da hinten ist die Talkmasterin. Sie waren in der Tat vorhin schon. Also los geht's. Gut, also bitte. In dem Zusammenhang geht es im Wesentlichen um den Leser Frage. Ich weise auf ein sehr gutes Buch hin, das die wenigsten Deutschen kennen. Das ist geschrieben von einem Kollegen von mir, Karl Friedrich von Weizsäcker. Das ist der Bruder unseres ehemaligen Präsidenten. Er war Physiker und hat nachher sich mit Friedensforschung beschäftigt und war viele Jahre dann Direktor des Max-Planck-Instituts für Friedensforschung. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, Der verlorene Frieden. Dieses Buch sollten Sie lesen. Er skizziert genau das, was wir im Moment erleben. Mein Mann, kluger Kopf, kenne ihn natürlich aus der Literatur und sein Bruder sogar persönlich. So, bitte sehr. Ich bin Pfarrer Burkhard Klüppel und ich möchte darauf eingehen, dass Sie vorhin hoffnungsvoll Horst Seehofer gelobt haben. Ich habe da meine herben Zweifel.
Meine Frau und ich waren in Füssen im Allgäu, als die große Flüchtlingswelle nach Bayern reinschwappte, und haben tagtäglich Fernsehberichte, vor allem auch im bayerischen Fernsehen, aber auch allgemein im deutschen Fernsehen gesehen, wie Horst Seehofer argumentiert hat und wie er ja auch Herb kritisiert hat. Wir haben ihm einen Brief geschrieben, meine Frau und ich, sehr geehrter Herr Ministerpräsident. Wir haben Sie mehrfach gesehen im Fernsehen und so weiter. Ich muss sagen, damals hat er ja Schritt um Schritt nichts getan, sondern ist zurückgegangen. Von daher befürchte ich, dass auch dies jetzt wieder nur geschuldet ist den bayerischen Landtagswahlen. Oder sogar, und das ist schon dann fast böswillig, aber es sei mir trotzdem gestattet als leiser Verdacht, dass das auch abgesprochen wird, damit der eine Partner die bisherige Politik massiv vertritt und der andere Partner gibt das Alibi her. Also da ist doch auch was für euch Konservative dabei. Also man muss jetzt abwarten. Ich bin leider eher sehr skeptisch. Gut, kann ich dann schnell, wenn ich das noch darf, natürlich beantworten, klar. Ich kenne Seehofer auch, wenn Sie ganz persönlich das Urteil wollen, als einen, der umfällt und der leider nicht für eine konsistente Politik steht. Ich habe ihn auch so wahrgenommen, aber wofür ich ihn gelobt habe, war ja nur, und ich denke, da gehört auch schon ein bisschen Courage zumindest dazu, dass er jetzt diese Islamfrage mal hebt auf ein Diskussionsniveau, dass das überhaupt mal ernsthaft thematisiert wird, so wie das mit Verlaub der islamischen Literatur, lesen Sie Bassam Tipi, lesen Sie Tilman Nagel, hier Göttingen Originarius und Arabist für Islamwissenschaften, das ist oberste Weltliga, sage ich noch mal da hinten zu dem Kollegen, da werden Sie alles das finden, was ich Ihnen hier vortrage. Also, noch einmal, in der Tat, ich traue dem Horst Seehofer auch nicht, und ich sage Ihnen so offen, er trat ja dann auch ans Bild, weil im Zuge der Regierungserklärung und hat als Innenminister sein Vers abgelesen. Es war gespenstisch. Er stand wie eine Salzsäule, er hat relativ leise gesprochen. So nicht, dass man denken konnte, der steht hinter dem Text, der Botschaft, die er da sagt. Es war für mich eine, ich sage mal, doch armselige Erscheinung eines frischen Ressortministers, der dieses Riesenthema sich jetzt sozusagen vor die Brust genommen hat. Also um Gottes Willen, da will ich den jetzt nicht höher machen oder größer machen, als er schon mindestens physisch ist. Aber ich wollte trotzdem sagen, im Moment schlägt er sich tapfer und auch sein Generalsekretär, der dann auch sagt, also Freunde, diese Islamfrage müssen wir genau an diesem Knackepunkt diskutieren. Integration mit Menschen, die jeden Freitag, wenn sie denn also in ihre Moschee gehen, das hören, dass sie die Einzigen sein, dass wir Menschen zweiter Natur sein, dass es eben in der Tat keinen Kontakt geben darf. Da können Sie doch mit Integration und sowas, das ist doch alles Ironie. Das ist doch alles nur ein dummes Geschwätz. Und wenn Sie sich klar machen, dass dann noch da Weltmächte dahinter stehen, die 57 islamischen Nationen haben diese berühmte Kairoer Erklärung von 1990, sollte da hinten der Kollege Islam vielleicht auch mal lesen, die fängt relativ früh mit dem Satz an, Allah hat den Mann über die Frau gestellt, meine Damen und Herren. Das ist fundamental gegen alle Gleichheitsvorschriften. Vorstellung, deshalb hat so jemand wie die Alice Schwarzer, bei der ich jetzt den Hut ziehe, die hat diese Lektion gelernt und stellt sich wieder postisch in seiner Zeit, wird sie geoutet, kommt in keine Talkshow mehr und weiß auch sonst was. Das sind die offenen Diskurse, die wir in diesem Land führen. Es ist zum Gott erbarmen, wenn ich das sagen darf, in Anwesenheit eines Geistlichen. So. Also. Erstmal besten Dank für Ihren Vortrag. Ich schließe mich zum einen dem letzten Redner hier an, oder natürlich dem Herrn Drehhofer, sagen viele. Er hat verspricht viel. Es ist auch gut, was er sagt oft, aber hält wenig davon. Aber ich habe noch eine ganze Menge Sachen, wenn ich darf. Einerseits zu Herrn Kain, glaube ich, hieß er, ne? Ja, klar. Ich kann da sehr gut einmal das Buch Hypermoral Ihnen empfehlen. Von Alexander Grau, die Lust an der Empörung. Uns bringt nämlich Empörung und Humanismus alleine nichts weiter. Wir lernen in Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, dass der Eigenschutz das Wichtigste ist.
Wenn ich bedenke, dass allein, ich glaube, 60 Millionen jährlich an Geburtenüberschuss in Afrika sind, wie viel mal wollen wir die aufnehmen? Einmal? Zweimal? Wo ein Nagel ist, kann kein Holz sein. In dieser Richtung, was du gesagt hast? Aber ich sage es mal. Gut, dann Integration. Wir haben Türken und andere Muslime, also insbesondere was Muslime sind, die schon Jahrzehnte hier sind, schon in der vierten, fünften Generation, wo ich heute noch sehe, dass sie nicht integriert sind. Die waren nie integriert. Nie. Bis auf ein kleines Teil. Weil dieser Glaube, der total verbunden ist, der im Zwang ist, überhaupt keine Bewegung zulässt. Nur mit Lebensgefahr. Und dann von Islamwissenschaft zu sprechen, das ist ein Widerspruch in sich. Merken Sie das nicht? Das ist genauso wie Ostwestfalen. Das ist auch völlig Nonsens. Ja. Ja, den nächsten, dann, dass hier mir ein Staatsmann der Reichsten ist. Ich kenne eine ganze Menge Deutscher, die wirklich, wenn irgendwo in der nächsten Verwandtschaft niemand hilft, die nicht zu wenig zum Leben haben, zu viel zum Sterben. Und da gehören selbst Schwerbehinderte dazu. Mehrere. Und ich kenne nicht nur einen, ich kenne mehrere. Und wenn Sie das nicht sehen und nur nach ins Fernsehen gucken, wie neutral die GEZ ist, sie setzt sich über vieles drüber weg. Paragraph 11 und 14 des Rundfunkstaatsvertrags wird von den öffentlich-rechtlichen Medien selbst nicht gehalten. Also ich kann nur dazu aufrufen, die Zahlung einzustellen und sich darauf zu berufen. Weil jeder, der die GEZ weiter bezahlt, macht sich mitschuldig an dem, was jetzt hier läuft. Ne? Ja, das war den Staatsvertrag kündigen, steht bei uns in einem Programm. Ja. So, in der Tat, kommen Sie irgendwie voran. Ich hätte noch ein paar mehr, sonst gehen wir sonst nicht jetzt mal ab, würde ich sagen. Kommen Sie einfach zur nächsten Versammlung, ich komme wieder. Los, ich komme hier von uns weiter weg. Ach, Sie sind weiter weg, okay, alles klar. Nein, ja, herzlichen Dank, dass Sie so lange können. Stellen Sie doch einen Antrag im Bundestag, dass die CSU mit dieser Aussage Ihnen zustimmen muss. Dann bin ich mal gespannt, ob dann die CSU-Bundestagsabgeordneten wirklich zustimmen. Feuertaufe. Richtig. Also, ich sage Ihnen, die Fraktion steht zurzeit ohne. Ich habe mir erstens intern gar nicht untersagen beworben, sondern ich bin dahin getragen worden innerhalb der Fraktion. Und zweitens ist immer mal die Frage gestellt worden, was machen wir, wenn wir es nicht zu intim werden. Die Fraktion stand physisch auf wie ein Mann und Frau und hat gesagt: Nee, unser Kandidat ist der Glaser und wir geiern nicht nach dem Amt. Da bleibt das eben eher leer, als dass wir uns zu einem anderen Kandidaten zwängen und zwingen lassen. Das könnte man Haltung nennen, meine Damen und Herren. Ich glaube, die Menschen werden das als Haltung so sehen. Und ich bin da auch etwas stolz. Und ich selbst brauche das Amt ohnehin nicht. Kriege auch fast keine Aufwandsentschädigung, weil das alles meiner Person berichtet wird. Die ist relativ hoch. Insofern bin ich der billigste Bundestagsabgeordnete, aber ich hoffe nicht der schäbigste. Ihre Reden sind viel schöner. Ich habe nur eine Frage. Kennen Sie den Artikel aus der Welt letzte Woche, wo in Anführungsstrichen, wie gesagt, in den nächsten 5 Jahren 800 Millionen Menschen in die EU emigrieren wollen, vor allem überwiegend nach Deutschland? Also es sind Zahlen, wo man ehrlich gesagt eigentlich sich am allerliebsten den Schritt nehmen würde, wenn... Wenn man sich überlegt, die EU-Außengrenzen werden nicht geschützt, die deutschen Grenzen werden nicht geschützt, ja, es kann einem nur noch Angst machen. Sie haben völlig recht, es ist also wirklich, es ist schicksalshaft. Und das sind Planungen, die ja jetzt allerdings wieder bei der UNO laufen. Es gibt übrigens, und zwar schon seit Jahren, gibt es ja die Befragung, sowohl im arabischen Bogen wie in ganz Afrika, weil die ja alle wissen, wie das mit der Zukunft irgendwie eng ist. Wo willst du hin? Willst du bleiben? Stand dieser Tag, glaube ich, sogar in der Regionalzeitung hier in Lager. Und da ist schon seit Jahren bekannt, dass etwa 27-30% aller Menschen, die in dem arabischen Bogen wohnen, von Marokko bis nach Saudi-Arabien, haben es wollen.
und natürlich tendenziell alle nach Europa, sagen manche auch nach Amerika, aber das wird nicht funktionieren. Und das Gleiche gilt für Afrika. Da ist inzwischen die Zahl weit über 30 gestiegen. Und noch einmal, wir haben derzeit 1,2 Milliarden, das heißt 400 sitzen sozusagen, wenn sie hätten, auf einem Koffer. Und Europa muss an dieser Frage entscheiden, werden wir morgen ein Außenbordmotor von Afrika? Ein Land, das dann so funktioniert wie heute Libyen oder so, das müssen Sie sich alle fragen. Denn das ist die Frage, die gestellt ist. Oder machen wir, das wird dann gleich angegriffen, Europa dicht, so wie Australien das macht. Und die klassischen Einwanderungsländer machen sich dicht. Und die haben den Balkenberg riesen Platz, wenn man das mal weiter in äußeren Bedingungen anschaut. Aber es geht um so eine Chance, mal, wer fällt über China rein? China hat ja dieses wahnsinnige Überbevölkerungsproblem. Und China ist nicht auf die Idee gekommen, das dadurch zu lösen, dass es die Leute in die Nachbarstaaten geschickt hat. Das hätte Krieg gegeben. China hat dann die, darüber kann man steigen, Ein-Kind-Politik gemacht. China wird in den nächsten 2-3 Jahrzehnten von 1,3 Milliarden auf 1 Milliarde Einwohner herunterkommen. Die haben es irgendwie hingekriegt. Zugegeben mit wahrscheinlich einem autoritären Staat, wo sie, wenn sie morgens anfangen, die Menschenrechte zu deklinieren, können sie darüber streiten, ja, ob man das vereinbaren kann. So, wenn wir im Bundestag, was wir gemacht haben, einen Antrag stellen, bei den unbegleiteten Jugendlichen, wenn jetzt mal die Altersfeststellung ordentlich zu machen. In Holland war, in Dänemark waren gerade von 800 Jugendlichen 600, die drüber waren. So, dann haben sie wieder gleich einen, der eine humanitäre Rede hält, klar, kostet nichts, kann man gut machen. So, nein, das verstößt gegen die Kinderkonvention der UNO, wenn man beispielsweise mit so einem kurzen Röntgenstrahl das Alter bestimmen würde. Einmal abgesehen davon, dass es andere Methoden gibt. Jeder Eingang zum Flugzeug bringt wieder eine höhere Strahlenbelastung in das, wo es geht. Das heißt, da wird tatsächlich, ja, es fehlt jede Art von Realitätssinn, die Probleme Europas zu lösen. Wir stehen vor der Schicksalsfrage. Dieser Kontinent verabschiedet sich aus der Geschichte mit all seinen Menschen, Populationen und seinen Kulturen. Oder aber wir definieren einen Weg der Selbsterhaltung und der heißt auch die Genfer Konvention, sage ich in aller Klarheit. Die Genfer Konvention ist nicht aufrechtzuerhalten und das Artikel 16a Grundrecht, das es einzig nur in der deutschen Verfassung gibt, weltweit, das sichert jedem Menschen auf der Welt, der der persönlichen Verfolgung, oder allerdings einer persönlichen wie eine staatliche Autorität, politisch, ethnisch, rassisch, ja, sexuell steht da noch gar nicht drin, ist inzwischen durch die Rechtsprechung ausgegangen. Wenn wir das einhalten wollen, wenn jemand Rechte gibt, muss er sich ja einhalten. Wir würden aus der ganzen Welt alle, denen dieses Schicksal widerfährt, würden wir ja dann ihren Rechtsanspruch erfüllen, meine Damen und Herren, dann ist dieses Land, Deutschland, ist kaputt. Das wird auch dann zum Glück Europa nicht mitmachen. Da wird es ja ganz skurril. An der Stelle sind die sozusagen weiter wie wir selber. Da könnte man ja fast sozusagen politischer Europäer werden an dieser Stelle. Denn das werden sich die Franzosen und andere nicht gefallen lassen, die alle diese Regelungen nicht haben. Deshalb würde ja auch eine europäische Asylregelung das deutsche Grundgesetz außer Kraft setzen, damit wir das 16a auch gefallen. Das hindert aber nicht jeden Tag in der Zeitung lesen Sie die Regierungskoalition, vor allem, ich habe sie dabei, ich kann sie Ihnen zitieren. Da steht nichts von Obergrenze, sondern da steht an dieser berühmten Stelle, steht, wir erwarten, dass in den nächsten Jahren nicht mehr als 180 kommen. Steht da drin? Einfach so. Da steht nicht drin, wir machen das, ja, wir tun etwas dafür oder sonst was. Nein, es darf sich 2015 nicht wiederholen. So, können Sie den Herrn Papier auch hören, den früheren Bundesvorsitzenden, der sagt, es ist nichts seit 2015 in Deutschland oder Europa geschehen, was den Wiederholungsfall ausschließen würde, wenn er stattfindet, meine Damen und Herren. Wir befinden uns in Takatuka-Land. Wenn ich also nach Berlin morgen wieder fahre, sage ich schon beim Bahnsteig, ja, ich komme jetzt wieder nach Takatuka-Land. Das ist dieses Fantasieland von Astrid Lindgren erfunden für die Pippi Landstrumpf. So weit sind wir auseinander. Das sind die Kollegen aus Takatuka-Land und wir sind wir. Ich freue mich, wenn ich in diesem Raum verankert bin, wenn ich diesen Wahlkreis vertreten darf. Ich tue es mit Leidenschaft. Ja, aber ich habe noch mal eine Anmerkung. Bitte sehr. Zum Islam. Ich komme aus einem kleinen Dörfchen, habe wenig Kontakt in die große Welt, schaue sehr gerne nach. Ich habe eine Rede gehört von einem Führer eines islamischen großen Landes, der Herr Erdogan. Dieser sagt,
zu den Türken in Deutschland. Macht bitte nicht drei Kinder, macht fünf. Die Zukunft gehört uns. Wie ist dieses zu deuten? Es ist eindeutig zu deuten und ich habe es vorhin schon mal angedeutet, es gibt in der Tat unter dem Befehl, macht die ganze Welt wieder islamisch. Gibt es diese Variation des Dschihad? Und dazu gehört der gebundene Dschihad, der Wanderungs-Dschihad und der militärische. Es ist uns so fremd, man muss sich da hineinfinden. Also gehen Sie mal davon aus, ich habe seit Anfang der 90er Jahre angefangen, mich mit dem Islam tief auseinanderzusetzen. Aber da passt das genau hinein. Der sagt ja auch Integrationsverbot. Ne? Der Özdemir, das ist gar kein Türke mehr, der wird sozusagen irgendwie ausgemacht, der hat ja nicht mehr, der vertritt gar nicht mehr die Interessen des türkischen Blutes. Tolle Thesen, die da gemacht werden. Das ist Denke dieser Leute und der große Atatürk, der Kemal, Mustafa Kemal, der hatte es verstanden. Der hat die Entislamisierung wirklich konsequent durchgesetzt. Der wusste, dass es ein Entwicklungshemmnis sein würde für seine Kultur, dass die Leute in diesem Islam verharren. Die haben ja nicht nur dieses Familienmodell, das müssen wir überleben, dieses Scheidungsrecht und sowas, das wird ja alles gelebt. Du sagst dreimal zu deiner Frau, ich verstoße dich, so ist die Ehe fertig. Und das haben sie heute in Afghanistan zum Beispiel oder in Pakistan. Und sie wissen, die Engländer haben nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie dann ihre Kronjuwelen da verloren haben, in Südostasien, also Indien und auch damals noch Pakistan, was dazugehört, da haben die das Pakistan erfunden, um die Hindus von den Muslims möglichst zu trennen. Ist ihnen nicht ganz gelungen, es gibt immer noch 140 Millionen Muslims in Indien. Aber zunächst war denen klar, das gibt Mord und Totschlag. Und verehrter Mitbürger, der Libanon hatte gerade 25 Jahre Bürgerkrieg. Und ich kann Ihnen heute schon voraussagen, dass die Christen demnächst nicht mehr geben wird. Und um die Frage von vorhin zu antworten, es gibt heute in der Türkei praktisch keine Christen mehr. Sondern die sind natürlich in Zwischenzeit längst emittiert und sie dürfen keine Kirchen haben und sie dürfen rein gar nichts haben. Und das transportieren die eins zu eins hierher. Und das Berliner Wissenschaftszentrum mit diesem holländischen Professor hat die große Untersuchung gemacht für die Türken, die wir alle noch ein bisschen laizistisch ansehen. Europaweit über 60% der Befragten sagen, ich will den alten Islam zurück. Und ich glaube, die Autorität des Korans ist höher wie die weltliche Rechtsetzung durch Parlamente. Das können Sie nachlesen. Und das ist Wissenschaft. Und nicht, ich gucke mal hin, ich kann Sie nur wärmstens empfehlen, wenn Sie mal an diese Dokumente herangehen, dann können Sie daran nicht vorbei, nicht einfach sagen, naja, also ist eigentlich alles nicht so und ich sehe das anders. Und so. Dann sind halt die Fakten, man kann die Wirklichkeit verdrängen, klar, aber man ist gut beraten, wenn man sie ernst nimmt, meine Damen und Herren. So, wer will noch? Sie, bitte sehr. Alles, was Sie lesen, Statistik, Wissenschaft, ja. Was etwas anderes sagt, ist Blödsinn. Das sagen Sie mir doch in Ihrer Statistik. Ihr Weltbild. Das ist nicht mein Weltbild, sondern das ist die Botschaft. Das ist eine ganz billige Masche, was Sie da sagen. Nein, er sagt es mir Ihre Statistik, die dem widerspricht. Ich habe nur seine gespiegelt. Nochmal zum Islam. Ja. Alles, was Sie gesagt haben, gibt es irgendwo im Islam. Wo ich mich gegen wehre, ist zu sagen, so sind die. So auch eine Ihrer Äußerungen. Wir haben seit 25 Jahren einen türkisch-deutschen Verein. Wir haben mehrmals im Jahr Kontakt, wir fahren zusammen weg. Es gibt Freundschaften, Gespräche. Wenn ich mich über Erdogan unterhalte und er sagt, mehr als drei Kinder, sagen sie, der spinnt. Der hat uns nichts zu sagen. Das ist der Präsident der Türkei, aber wir leben hier. Und was ich Ihnen vorwerfe, ist einfach, dass Sie ein einseitiges Islambild hier vertreten. Wie gesagt, alles, was Sie sagen, gibt es irgendwo. So, die Migration hatte ich schon gesagt, ich stimme Ihnen in vielen Punkten zu. Ich bin auch hier, um einfach mal zu studieren, wie diese AfD so sich verhält, so tickt. Ja, so gut. Weil ich denke, die AfD vertritt zwischen 10% und 50% der Bevölkerung, gehört ins Parlament. Von daher, und es gehört die Auseinandersetzung auch in die Gesellschaft mit der AfD, nicht die Stigmatisierung. Umgekehrt genauso. Ich habe einen Traum,
habe einen Traum, dass Leute, die anders denken, sich mit ihnen über diese Themen ganz in Ruhe unterhalten können, weil es im Moment viel zu kurz kommt. Ich wünsche mir im türkisch-deutschen Verein Diskussionen mit Ihnen, auch im Netzwerk Integration Diskussionen mit Ihnen. Wunderbar. Mein Traum. Ja, lieber Kai, also herzlichen Dank auch für diese persönlichen Worte, weil es muss möglich sein, mit Verlaub, das ist für mich gar kein Traum, das ist eine klare Forderung, dass wir bei unterschiedlichen politischen Überzeugungen das ganz zivilisiert miteinander austragen. Deshalb gerne auch für Sie selbstverständlich ausreden, können Sie sagen, aber nehmen Sie mir noch einmal ab. Natürlich haben Sie kleine Gruppen und Einzelpersönlichkeiten. Wie sehen Sie das? Das geht bis in meinen Bekanntenkreis. Von solchen, die natürlich den Sprung und auch meistens verbunden mit der Befreiung aus ihrem eigenen muslimischen Glauben gemacht haben. Nehmen Sie Nekla Kelek, das ist eine Kostbarkeit. Nehmen Sie den Pirinci. Nehmen Sie, also, da könnte ich jetzt eine lange Liste machen, dieser Fernsehjournalist, der jetzt nicht mehr drehen darf, der da diese Rede gehalten hat in der Pfalz, in Kandel oder was. Nehmen Sie den Basantibi, der aus einer Aleppo-Oberschichtfamilie stammt, ein gebildeter Mann ist und darüber schreibt in dem neuesten Buch, was Sie vielleicht lesen wollen, wenn Ihnen diese Quelle näher liegt, dass er in wie vielen islamischen Staaten er war und wo nirgends dieses laizistische Weltbild gilt. Also insofern habe ich ja nie gesagt, der Einzelne gehört nicht zu uns, weil es den Einzelnen gibt, der sich an unsere Lebensform sozusagen gewöhnt hat und der vielleicht zu seiner Kirche ein Verhältnis hat, wie so mancher Buchchrist, der eben auch nur Kirchensteuer zahlt, aber ansonsten ja auch nicht mehr viel zu tun hat. Aber lassen Sie mich eines sagen, wenn der Feuersturm kommt, dann werden die sich sortieren. Und in dem Gelände, wo jetzt der IS war, da gab es noch ein paar aramäische Klöster. Da gab es aramäische Klostergemeinschaften, die Aramäer, das sind Christen, das sind die, die die Sprache Jesu sprechen, das war aramäisch. Und die haben in diesen Klöstern, da in diesen Grenzregionen Irak, Türkei, da haben die solche Lebensgemeinschaften gehabt, weil sie häufig, wie das bei Klöstern früher auch schon so war, für die Küchenversorgung, für den Ackerbau, für die äußeren wirtschaftlichen Dinge, haben die auch Muslime gehabt. Und die saßen mit denen an denselben Tischen und haben die Mahlzeiten eingenommen. Und es kam der Feuersturm. Und in 9 von 10 dieser Klöster haben die Fratres, die über Jahrzehnte diese Hausgemeinschaft hatten, ihren Äbten und ihren Klerikern die Hälse durchgeschnitten. Und wenn mir also einer die Geschichte von dem liebenswerten, netten Nachbarn der Gemüsehändler sagt, dann sage ich, alles gut und schön. Aber wenn die Auseinandersetzungen kommen und sie werden kommen, weil die Dinge so sind, wie sie sind, dann wird sich das sortieren. Und da sage ich Ihnen, da habe ich große Angst, dass sich das genau so sortiert, wie wir es da erleben in solchen Weltregionen, meine Damen und Herren. Das ist so. So, jetzt kommen wir zum Ende. Aber sind ja warm und dapfer, fleißig, voller Energie. Alles gut. Sie wollen noch mal ein kleines Kurveverhalten haben. Ja. Zum Beispiel Ergänzung, der Libanon, wie Sie so schön erwähnt hatten, der hat seinerzeit die Hamas aufgenommen als Flüchtlinge. In Libanon, das war fast komplett christlich. Nachher, die Hamas hat sich vermehrt, so ähnlich wie es jetzt von Erdogan aufgerufen hat. Mittlerweile gibt es fast keine Christen mehr. Islam heißt auch nicht Frieden, heißt Unterwerfung. Indien hat mindestens 250.000 Tote erlitten, durch den, wie der Islam ihn übernannt hat. Und ja, es sind Fakten, die sie scheinbar völlig ignorieren. Allah ist der größte Listenschmied, steht in einer Sure drin. Das, wenn Sie den Koran kennen, wissen Sie das. Und die Taqwila, dass jeder Muslim andere belügen darf, nur die eigene nicht. Das dürfte Ihnen, wenn Sie den Islam kennen, auch überlegt sein. Und viele verhalten sich lange ruhig, so wie es Herr Glaser sagte. Und wenn man aber das wahre Gesicht sieht, solche Konfrontationen habe ich auch schon gehabt, wo erst das gute Gesicht war, wenn spätestens ein Punkt kommt, wenn einer AfD-Mitglied ist oder sonst was, wie sie dann ausrasten. Also da habe ich kein Verständnis mehr, muss ich ehrlich sagen. Zum anderen, bei den Gesetzen nochmal, Gesetzlichkeit, was Asylrecht betrifft,
Menschen brauchen keine Gesetze. Böse halten sich sowieso nicht dran, sagte Aristoteles, meine ich, erst gewesen. Ja, oder nur als letzter, also als Abschluss. Nicht die Gesetze sollen, nicht der Mensch soll für die Gesetze da sein, sondern die Gesetze für den Menschen. Und entsprechend müssen wir die auch anpassen. Deswegen herzliches Dank an Sie nochmal. Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wollen auch noch? Nein. Wollen Sie auch noch? Also gut, dann machen wir vielleicht danach, lieber Herr Hunsinger, den Sack zu. Aber ich glaube, dann haben sich wirklich viele auch ausdrücken können. Das ist ja gut so. Ich habe nur eine ganz kurze Sache. Der Spruch lautet, der Islam gehört zu Deutschland. Warum wird dann nicht automatisch sich damit beschäftigt, dass die Kehrseite auch lauten muss, die Scharia gehört zu Deutschland. Warum bindet man sich in der Öffentlichkeit wie die Würmer drum, diesen Zusammenhang auch darzustellen? Denn den Deutschen würde der Spruch, die Scharia gehört zu Deutschland, noch viel mehr Angst machen, als der Islam gehört zu Deutschland. Und Islam und Scharia sind das sicherlich untrennbar miteinander verbunden. In der Tat, also Herr Baum, das ist so. Das ist sicher einer der Irrtümer, die gelehrt werden, dass wenn man sagt, der Islam, und dann haben die Leute die Vorstellung, naja gut, das ist halt auch so ähnlich wie das Christentum, der Monotheismus und ist alles so ein bisschen anders, aber letztlich irgendwie so eine ähnliche Religion. Sie haben völlig recht. Ich sage immer, er ist eine Glaubens- und eine Kulturlehre. Und da steckt eine Rechts- und Staatstheorie daran, da gehört die Stellung der Frau, da gehört die Strafe, auch die körperliche Züchtigung, da gehört die Apostasie als Bestrafung, also kurzum, das ist wie Beton, den können Sie auch nicht mehr zerlegen nachher in Zement und Sand, sondern wenn es Beton ist, ist das so. Und die Scharia ist integraler Bestandteil und jeder, der ein bisschen was vom Geschäft versteht, weiß, dass der Oberbegriff Islam ist und ein Teil davon eben die Scharia. Also sprich, eine Wertvorstellung über die menschliche Verhältnisordnung. Wenn Sie mal diese Kairoer Erklärung lesen, das ist, wie schon gesagt, ein Originaldokument, das man gelesen haben muss, wo die 57 islamischen Staaten sagen, dass sie sich die Weltveränderung vorstellen. Da steht eben auch drin, dass in der Tat dieser Vorbehalt, die haben zum Beispiel viele der islamischen Staaten, die haben ja formal die Menschenrechtscharta unterschrieben und dann haben sie immer eine Zusatzerklärung gemacht, und die lautet, unter dem Vorbehalt der Scharia. So, da hätten sie auch das unterschreiben lassen können. Denn die Scharia ist mit dem Katalog der Menschenrechte der Vereinten Nationen nicht in Einklang zu bringen. Also soweit haben sie völlig recht. Und jeder sollte, wenn er nach Hause geht, heute sich klar machen, es gibt so wenig Nussschokolade ohne Nüsse, wie es einen Islam gibt ohne Scharia. Es ist so. Sind wir dann durch? Lieber Herr Hunsinger, dann macht doch irgendeiner den Abschluss, die Frau Präsidentin beispielsweise, oder der Herr Hunsinger als Maître de Plaisir. Ich bedanke mich für die freundschaftliche Art der Diskussion, freue mich, dass Sie da waren und hoffe, dass Sie über alles nachdenken und ein bisschen uns helfen, für dieses Land etwas zu tun, was in Zukunft gibt. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Glaser. Ganz kurz zum Abschluss noch ein kleiner Werbeblock für unseren Kreisverband. Ich möchte Ihnen zwei Termine nennen. Am 12. April wird unsere Kreistagsfraktion ihren nächsten Kreistagsantrag vorstellen. Ein Resolutionsantrag gegen den Bildungsplan, Frühsex bzw. Gender. Stefan Ginder wird dort sprechen. Dort zu Gast haben wir auch Frau Harder-Kühnel aus unserer Fraktion in Berlin. Und das zweite Datum ist Sonntag, der 15. April. Dort haben wir zu Gast Beatrix von Storch zum Thema Waffenrecht. Sehr spannender Vortrag, ganz besonders für Jäger oder Sportschützen zu empfehlen. Und ja, an dieser Stelle bleibt mir jetzt nur noch Danke zu sagen. Danke, dass Sie da waren. Ganz besonders bedanke ich mich auch bei Herrn Keim, der die konstruktive Konfrontation hier gesucht hat. Genauso stellen wir uns das vor. Leider Gottes in Berlin haben die Kollegen dort nicht so viel Disziplin wie Sie. Daher an dieser Stelle ein ganz besonderer Dank an Sie. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es weiter und kommen Sie gerne wieder. Vielen Dank.